Vorhang auf und herzlich willkommen! Da du offensichtlich Zeit hast oder nicht schnell genug weggeklickt hast, bist du jetzt gefangen im Strudel der zweistündigen Sinnlos-Witze-Session. Alle, die das durchhalten, dürfen kommentieren mit "Ich habe es geschafft" oder "Luke, ich bin dein Vater" oder schreibt am allerallerbesten "Top of the Nerds". Viel Spaß! Was heißt Rinderdiebstahl auf Englisch? Oxford. Was hat Adam Eva gesagt, als er Eva zum ersten Mal erblickte? Geh weiter weg, ich weiß nicht, wie groß dieses Ding hier noch wird. Vor der Einstellung fragte der Chef seine neue Sekretärin. Haben Sie irgendwelche schlechten Angewohnheiten, zum Beispiel Unpünktlichkeit, Kaugummi kauen, Keuschheit? Fragte die Kollegin. Warst du heute schon beim Chef drin? Wieso ich bei ihm? Während der Kaffeepause ertappt der Chef seine Sekretärin und einen Assistenten beim hastigen Liebesgetümmel im Archiv. Ja, soll das denn, was soll das denn heißen? Knurrt er wütend. Ja, also, stottert die zerzauste Kleine, während sie verlegen nach ihren Sachen angelt, wir machen uns beide nicht viel aus Kaffee. Na, erkundigt sich der Chef bei seiner süßen Sekretärin. Was hat meine Frau gesagt, als du ihr am Telefon bestellt hast, ich hätte noch bis Mitternacht im Büro zu tun? Ach, nicht viel, berichtet die Kleine. Sie wollte nur wissen, ob sie sich darauf verlassen kann. Der Herr Direktor Schnalz hatte schwer mit sich zu kämpfen, welche von seinen drei besten Mitarbeiterinnen er befördern sollte. So kam er auf eine Idee. In der Mittagspause legte er auf ihre Schreibtische jeweils 1.000 Euro. Was passierte? Die erste gab ihm ehrlich und sofort das Geld zurück. Die zweite kaufte heimlich davon Aktien, machte damit binnen einer Woche 2.000 Euro Gewinn und überreichte ihm ehrlich die 3.000 Euro. Die dritte steckte das Geld einfach klammheimlich in die Tasche. Wer wurde befördert? Die dritte. Warum? Sie hat die größten Titten gehabt. Auf einem großen viereckigen Parkplatz steht genau in der Mitte ein Freudenmädchen. An jeder der vier Ecken steht einmal das Christkind, der Nikolaus, ein schneller und ein langsamer Beamter. Alle laufen gleichzeitig auf das Freudenmädchen zu. Frage: Wer ist zuerst bei dem Mädchen? Antwort: Der langsame Beamte. Denn es gibt kein Christkind, kein Nikolaus und auch keinen schnellen Beamten. Ein Polizist steht neben einem geparkten, schaukelnden Auto und schreibt eifrig auf seinen Blog, während er geduldig Antworten auf Fragen gibt, die aus dem Inneren der Karosserie an ihn gestellt werden. Ja, was ihr da macht, ist ungesetzlich. Ja, ihr kriegt dafür eine Strafanzeige. Nein, ich kann euch kein Präservativ borgen. Was bedeutet es, wenn ein Beamter um 5 Uhr abends an seinem Schreibtisch in der Nase bohrt? Er holt das Letzte aus seinem Arbeitstag heraus. Der Bürgermeister hält zu Ehren der Feuerwehr bei der Einweihung der neuen Feuerspritze eine flammende Rede. Endlich kommt er zum Schluss. Möge diese Spritze den älteren Jungfrauen unseres Ortes gleichen. Stets bereit, doch von niemandem begehrt. Dachsberger ist gestorben und im Krematorium verbrannt worden. Als die Ehefrau die Asche holen will, ist diese ihr zu grob gemahlen. Sie soll feiner gemahlen werden. Auch beim zweiten Mal ist ihr die Asche noch zu grob. Erst beim dritten Mal ist die Ehefrau zufrieden. Der Beamte im städtischen Krematorium kann sich nicht länger beherrschen. Sagen Sie bloß, Frau Dachsberger, warum wollen Sie denn die Asche Ihres Mannes so fein gemahlen haben? Darauf entgegnet die Ehefrau, wissen Sie, mein Mann war doch Beamter und hat nie viel getan. Seine Asche kommt jetzt in die Eieruhr und nun wird er mal richtig fett arbeiten müssen. In der letzten Zeit bekomme ich dauernd Drohbriefe, erzählt ein Freund dem anderen. Das macht einen fix und fertig, aber ich bin völlig machtlos dagegen. Unsinn, sag es der Polizei, die hilft dir. Der Mann schüttelt bekümmert den Kopf. Das glaube ich nicht, die Briefe stammen vom Finanzamt. Onkel Hugo hat einen neuen Job. Ich bin städtischer Angestellter. Als was? Als Nana Mann. Was ist denn das? Ich gehe ab 22 Uhr durch den Park und sage vor jedem Gebüsch, na na, das dürfen Sie hier aber nicht. Die junge Dame hat Schwierigkeiten beim Ausfüllen ihres Lohnsteuerjahresausgleichs. Sie wendet sich an einen hilfsbereiten Finanzbeamten und fragt ihn, kann ich eigentlich auch die Pille von der Steuer absetzen? Antwortet der Beamte schmunzelnd, natürlich, aber nur wenn Sie sie vergessen haben.
Spätabends wird ein kleiner Junge, der eine Zigarette raucht, von Polizeibeamten aufgegriffen. Sag mal, seit wann rauchst du denn? Fragt eine Polizist. Schon seit meinem ersten Geschlechtsverkehr, sagt der Bengel. Die Polizisten sind platt. Ach nein, und wie alt warst du da? Da sagt der Junge, etwa 7 Jahre. Ja, hast du denn da keine Probleme gehabt? Na klar, ich war doch total bekifft. Sagt ein Polizist auf der Straßenkreuzung zu der kessen Blondine. Verschwinden Sie! Sie dürfen hier nicht winken. Die Schöne ist nicht auf den Mund gefallen, aber Sie tun das doch auch. Ich gebe ja schließlich auch Verkehrszeichen, meint der Polizist würdevoll. Na und? Meint sie. Ich auch. Riesenaufregung im Innenministerium. Eine junge Inspektorin ist guter Hoffnung und behauptet, im Büro geschwängert worden zu sein. Der Staatssekretär nimmt das alles erstaunlich gelassen. Das ist völlig ausgeschlossen, erklärt er. Erstens gibt es hier keinen, der mit Liebe bei der Sache ist. Zweitens ist hier noch nie etwas mit Hand und Fuß entstanden. Und drittens, wenn hier wirklich etwas entsteht, dauert es in jedem Fall länger als 9 Monate. Die Stammtischbrüder führen ein tiefsinniges Gespräch über ihren Biergläsern. Manchmal möchte ich ein Hund sein, sinniert der eine. Weshalb denn? Fragt der andere erstaunt. Dann müsste ein anderer für mich die Steuern zahlen. Ein Steuerzahler geht aufs Finanzamt, um seine Steuerschuld zu begleichen. Sein kleiner Sohn darf ihn begleiten. In dem zuständigen Arbeitszimmer sitzt eine hübsche junge Beamtin mit einem ziemlich großzügigen Dekolleté. Vati, ist das die Steuerschraube? Fragt der Sprössling leise. Der Vater verdutzt. Wie kommst du denn darauf? Aber du hast doch heute Morgen selbst gesagt, die Steuerschraube ist verdammt scharf angezogen. Verkehrskontrolle. Der Polizist fordert die flotte Fahrerin auf. Bitte steigen Sie aus und zeigen Sie mir mal Ihr Dreieck. Kommt ja überhaupt nicht in Frage, empört sie sich. Hier auf der Landstraße vor all den Leuten. Fräulein, Baden ist hier verboten, erklärt der Polizeibeamte einer flotten jungen Dame. Flüstert die Schöne nervös. Warum haben Sie mir das nicht gesagt, bevor ich mich ausgezogen habe? Ausziehen ist hier nicht verboten. Hannes im Hutladen. Die Hüte hier sind mir alle zu teuer. Haben Sie nichts Billigeres? Nur Zipfelmützen. Nein, für den Kopf sollte es schon sein. Was sagt Mama Dracula, nachdem ihr Junior zum ersten Mal zugebissen hat? Ach du liebes Bisschen. Die Zeugin wird vom Richter gefragt. Wie heißen Sie? Clara, Herr Richter. Und Ihr Alter? Franz, Herr Richter. Ich hätte gern einen Adventskalender von 1957. Sie haben wohl nicht mehr alle. Doch, bis auf den von 1957. Mein Vater hat sein Vermögen verpulvert, um ein neues Putzmittel zu entwickeln. Und was nun? Nun ist er blank. Kommt ein Mann zum Arzt und fragt, Guten Tag, können Sie nicht ein Stück von meinem Gehirn rausnehmen? Ich möchte so gern Ostfriese werden. Ja, okay. Nach der Operation sagt der Arzt, Das tut uns sehr leid, aber wir haben leider etwas zu viel rausgenommen. Jo mei, das macht doch nix. Prüfung bei der Polizei. Was tun Sie, wenn Sie einen Dieb im Rhabarberfeld sehen? Ich scheuche ihn in ein Salatbeet. Hä? Wieso? Weil ich Rhabarber nicht schreiben kann. Herr Ober, was sollen diese vielen Leute an meinem Tisch? Mein Herr, Sie hatten doch einen Auflauf bestellt. Warum haben Sie Ihren Mann auf der Bergwanderung immer wieder geohrfeigt? Fragt der Scheidungsrichter. Ich konnte nicht widerstehen. Es war so ein wundervolles Echo. Die Verschmutzung der Weltmeere nimmt doch wirklich immer mehr zu. Als ich gestern zum Beispiel eine Büchse Fische aufmachte, war alles voll Öl und die Fische natürlich alle tot. Es treffen sich 2 Fische in einem Baum. Fragt der eine Fisch den anderen, kannst du mir mal einen Kamm leihen? Nein, antwortet der andere, du hast mir viel zu viele Schuppen. Leserbrief an Frau Irene. Seit einiger Zeit habe ich einen festen Freund. Gestern waren wir zum ersten Mal beim Tanzen. Beim Blues hat er mich gestreichelt. Ich habe ihn dann gestreichelt. Dabei habe ich gemerkt, dass er in seiner Hose einen flaschenartigen Gegenstand hat. Nun meine Frage, ist mein Freund Alkoholiker? Was ist grün und auf Knopfdruck rot? Ganz klar, der Frosch im Mixer.
treffen sich zwei Frührentner, sagt der eine. Du, Karl Friedrich, die optische Industrie hat neue Gläser entwickelt. Durch die sieht man alles viel schöner und angenehmer. Kenne ich, sagt der andere. Nur muss man diese zwei Gläser immer wieder nachfüllen. Die zwei Nachbarn gehen gemeinsam zum Fischen. Doch statt der ersehnten Fische angeln sie einen Kochtopf, ein paar Schuhe, einen Kessel und ein altes Radio raus. Wirft der eine verängstigt seine Angelrute weg und meint, lass uns abholen, da unten wohnt jemand. Sagt der Kannibalenkoch mit gezücktem Speer zur Reisegesellschaft, so, nun stellen Sie sich mal alle hintereinander auf, heute gibt's Schaschlik. Zwei grüne Marsmännchen, die nach der Tankstelle ihre Erkundigungen ausgeweitet haben, wollen sich in der City eine flotte Nacht machen. Sie trennen sich und wollen sich später ihre Abenteuer erzählen. Am nächsten Morgen stößt der eine bei dem Nichtswahl auf seinen Kumpel, der mit saurer Miene zwischen einem Briefkasten und einem Feuermelder hockt. Willst du mich den Girls nicht vorstellen? Fragt er. Vergiss es, schimpft sein Freund. Die dicke Gelbe sagt keinen Ton und wenn man die Rote nur antippt, schreit sie los wie am Spieß. Kannibalenhäuptling zum Koch. Bist du wahnsinnig? Wir haben einen ganzen Bus voll Wiener und du, Depp, vergisst den Senf zu kaufen? Klagt eine junge Frau. Ich kann meinen Mann nicht verstehen. Da gehen Sie doch mal zum Ohrenarzt. Ja, meinen Sie, da lerne ich Jugoslawisch? Der Hausherr. Finden Sie nicht, dass meine Frau ganz gut singt? Der Gast. Wie bitte? Ich sagte, finden Sie nicht, dass meine Frau besonders gut singt? Verzeihung, ich habe Sie wieder nicht verstanden, das Weib dort. Das grölt so entsetzlich. Diese angeblich so zivilisierten Europäer sind auch nicht besser als ich, dachte der Kannibale, als er in der Zeitung las, dass es in Frankfurt schon wieder einen Menschenauflauf gegeben hätte. Ein Kondor kreist auf Nahrungssuche über den Anden. Plötzlich entdeckt er eine kleine Maus, die er im Sturzflug erbeutet, hinunterschlingt und dabei wieder in die Höhe steigt. Die Maus, unversehrt durch alle Eingeweide gerutscht, sieht plötzlich Licht und fragt, oh, wo sind wir? Krächzt der Kondor, 2000 Fuß über dem Meer. Ich bitte dich um eins, fleht da die Maus, mach jetzt bloß keinen Scheiß. Ein Archäologe reitet auf dem Kamel in die Wüste. Plötzlich hört er eine Stimme. Absteigen, absteigen. Er steigt ab, wieder die Stimme. Graben, graben. Er gräbt und findet eine Kiste mit alten Goldmünzen. Wieder die Stimme. Kairo, Kairo. Er reitet nach Kairo. Wieder die Stimme. Spielcasino, Spielcasino. Er begibt sich schleunigst zum Spielcasino. Wieder die Stimme. 12, 12. Er setzt den ganzen Schatz auf die 12. Es kommt die 13. Darauf dieselbe Stimme etwas kleinlaut. Scheiße, scheiße. Treffen sich zwei Bauern nach einem großen Sturm. Sagt der eine, ist dein Dach auch so beschädigt worden? Der andere, weiß nicht, ich hab's noch nicht gefunden. Und das ist eines der ältesten Sturmgewehre. Interessant, interessant. Und womit schossen die Leute früher bei schönem Wetter? Kurt wettet, dass er 3 Seiten des Telefonbuchs auswendig aufsagen kann. Unmöglich, sagt sein Freund. Fang mal an. Schmitz, 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 Schmitz. Ein Bayer und ein Österreicher sitzen in einer Kneipe und schauen sich die 8 Uhr Nachrichten an. Eine Frau steht auf einem Fensterbrett im 8. Stock und will springen. Der Österreicher sagt zu dem Bayern, ich wette 100 Euro mit dir, dass sie nicht springt. Gut, meint der Bayer und schlägt ein. Als die Frau Sekunden später in die Tiefe stürzt, schiebt der Österreicher traurig die 100 Euro rüber. Den Bayern plagt das Gewissen, er will das Geld zurückgeben. Ja, weißt du, ich hab schon in den 6 Uhr Nachrichten gesehen. Na, ich doch auch, meint der Österreicher. Aber ich hätte mir nie gedacht, dass sie's nochmal macht. Sagt die Frau, mein Kind läuft seit 3 Wochen, entgegnet die Nachbarin. Dann muss es jetzt aber sehr müde sein. Verzweifelt blättert die junge Ehefrau im Kochbuch. Ja, was suchst du denn? Fragt der Mann. Ich finde einfach nicht das Rezept, wie man Wäsche kocht.
Werner betritt ein Zugabteil, in dem drei Blinde sitzen. Der eine Blinde hat auf seiner Armbinde neben den drei schwarzen Punkten einen Panzer gestickt. Ja, was bedeutet denn das? Fragt Werner. Ich bin kriegsblind. Der zweite Blinde hat auf seiner Armbinde noch zwei gekreuzte Ski. Was bedeutet denn das? Na, ich bin schneeblind. Der dritte Blinde hatte als Emblem auf seiner Armbinde zusätzlich eine Gans. Und was bedeutet das? Fragt Werner. Naja, ich bin ganz blind. Frau Wurms zu ihrer Nachbarin. Mein Gott, was ist mein Mann eifersüchtig? Heute Morgen kommt er in die Küche, sieht den Abreißkalender an der Wand und schreit mich ganz wütend an. Wer zum Kuckuck ist denn August? Karl sagt, verlangt dein Vater auch von dir, dass du vor dem Essen betest? Hans, nein, meine Mutter kocht gut. Ölscheich zur Haremsdame. Deine Augen strahlen wie die Sterne. Deine Lippen leuchten wie Rubine. Deine Haut schimmert wie Marmor. Bitte weitersagen. Eine Dame kommt auf die Bank. Einen schönen neuen Hunderter bitte. Ich möchte ihn verschenken. Gern, sagt der Kassierer. Soll ich den Preis gleich abmachen? Zwei Computer unterhalten sich, klagt der eine. Mein Programmierer versteht mich nicht. Fritz macht Hausaufgaben. Er muss einen französischen Aufsatz schreiben. Plötzlich fragt sein Vater, heißt es Likör? Darauf der Vater, das heißt Likör. Hast wohl wieder nicht aufgepasst. Zwei Schiffbrüchige treiben auf einem Floß. Einer schreit ohne Pause um Hilfe. Wendet sich der andere an ihn und sagt, mach doch nicht so einen Lärm. Hast du vergessen, dass wir hier auf dem stillen Ozean sind? Herr Ober, das geht nun wirklich zu weit. Gleich zwei Fliegen in meiner Suppe. Das muss ein Liebespaar sein, das gemeinsam den Tod gesucht hat. Helfen Sie meinem Mann, bittet die Frau den Psychiater. Er hält sich für ein Pferd, wird, verzehrt nur noch Hafer und hat sich die Füße beschlagen lassen. Der Arzt ist betroffen. Das ist viel auf einmal. Die Behandlung wird lange dauern und kostet viel Geld, gute Frau. Sie lächelt. Geld haben wir. Er hat schon drei Rennen gewonnen. Unterrichtsstoff. Das klassische Altertum. Der Lehrer erzählt, dass die alten Griechen ihre Frauen, wenn sie ein Kind erwarteten, in schönen, prächtigen Gärten lustwandeln ließen, so dass sich ihren Augen nur Schönes bot und sie scheinen ja mit ihrer Ansicht recht gehabt zu haben, denn es wurden Kinder geboren, die sich zu klassischen Schönheiten entwickelten. Fritzchen meldet sich. Herr Lehrer, wenn ich da mal widersprechen dürfte, das ist bestimmt ohne Einfluss, was eine werdende Mutter während der Zeit erlebt, in der sie mit ihrem Kind geht. Denn meine Mutter ist, als sie mit mir ging, in einen großen Stapel Schallplatten gefallen und mir hat's nichts geschadet, nichts geschadet, nichts geschadet, nichts geschadet. Emil ist über und über mit Flohbissen bedeckt. Der aufgesuchte Arzt behandelt ihn und reibt ihn kräftig mit Alkohol ein. Als Emil am nächsten Tag wieder beim Arzt erscheint, fragt dieser, na, hat's geholfen? Teils, teils, Herr Doktor, sagt Emil. Einige Flöhe saßen heute Morgen auf der Bettkante und sangen, heute blau, morgen blau. Der Richter wendet sich an den Zeugen. Und Sie sind sich sicher, dass der Angeklagte betrunken war, als Sie ihn abends im Wald trafen? Da bin ich ganz sicher, Euer Ehren, antwortet der Zeuge. Ich kam gerade hinzu, als der Mann ein Glühwürmchen ansprach und um Feuer bat. Der Psychiater hat's mit den Träumen. Erzählen Sie mal Ihren Traum von heute Nacht, sagt er zu seiner Patientin. Furchtbar, Herr Doktor. Ich träumte, dass ich ganz nackt durch eine belebte Straße ging. Ganz nackt. Nur einen Hut hatte ich auf dem Kopf. Und da haben Sie sich sehr geschämt? Fragt der Psychiater verständnisvoll. Und wie? Es war ein ganz billiger Hut und das Preisschild war auch noch dran. In der Vorprüfung der Veterinärärzte fragt man eine junge Studentin. Können Sie mir ein Säugetier nennen, das in Deutschland nicht vorkommt? Der Aufgeregten fällt partout nichts ein. Unser Dackel, sagt sie schließlich mit lieblichem Unschuldslächeln. Rufen Sie den mal an. Wenn er unterm Sessel hockt, dann der kommt bestimmt nicht vor. Ein älterer Herr bittet seinen Hausarzt um ein Stärkungsmittel für ein am selben Abend bevorstehendes Liebesabenteuer.
Er bekommt seine Pillen und geht erst einmal in ein Restaurant. Dem Ober drückt er 3 Tabletten in die Hand, mit der Bitte, sie in die Suppe zu tun. Die Suppe kommt ewig nicht. Endlich entschuldigt sich der Ober: Verzeihen Sie, mein Herr, aber wir müssen erst warten, bis sich die Nudeln wieder gelegt haben. Stürzt ein Mann in ein Tabakwarengeschäft und brüllt: Schnell, eine Schachtel Streichhölzer, ich hab's eilig! Schreien Sie nicht so, erwidert der Verkäufer. Ich bin ja nicht schwerhörig. Mit oder ohne Filter? Hätten Sie ein Zimmer frei, wenn die Frau Bundeskanzler jetzt vor Ihnen stünde? Fragt der Reisende den Hotelportier. Die Frau Bundeskanzler? Selbstverständlich. Für die Frau Bundeskanzler. Dann geben Sie mir Ihr Zimmer. Sie kommt nicht. Du bist vielleicht ein Jäger, höhnt die Ehefrau. Auf der ersten Jagd hast du nur einen Hund erlegt, auf der zweiten eine Kuh. Und jetzt hast du sogar noch einen Treiber angeschossen. Immerhin, sagt der Mann, hieß der Typ Hirsch. Die neue Chefsekretärin stört die Aufsichtsratssitzung. Verzeihung, die Herren, aber es geht um ein wichtiges Telefongespräch. Ich weiß nicht, wen es betrifft. Eine Dame verlangt ganz dringend ihr Dukateneselchen. Ich habe dich mit deiner Sekretärin auf Sylt gesehen, sagt einer zu seinem Kollegen, dem Herrn Direktor. Verlegen antwortet dieser, wir haben einen kleinen Betriebsausflug gemacht, aber sonst habe ich keinen von euch gesehen. Verständlich, den anderen war die Fahrt zu teuer. Unterhalten sich 2 Geschäftsleute. Boah, ich sitze völlig auf dem Trocknen, sagt der eine. Meint der andere, du hast vielleicht Glück, mir steht das Wasser bis zum Halse. Schimpft der Chef. Frau Holzer, der Herr Schrippel hat sich darüber beschwert, dass Sie hier in aufreizender Kleidung und ohne Büstenhalter zur Arbeit erscheinen. Das dulde ich nicht. Sie sind entlassen, Herr Schrippel. Die flotte Sekretärin bringt ihrem Chef eine Tasse Kaffee. Als sie ins Zimmer eintritt, flötet sie, hier Süßer, und verstummt, als sie die Frau des Chefs im Büro sieht. Geistesgegenwärtig fährt sie fort. Süßer als gestern ist der Kaffee heute bestimmt. Der Generaldirektor zieht das Fazit seines Ehelebens. Meiner ersten Frau verdanke ich meine Karriere. Und meiner Karriere verdanke ich meine zweite Frau. Kennen Sie Goethes Werke? Nee, das muss ja wohl ein ganz kleiner Betrieb sein. Sie haben Kopfschmerzen? Fragt der Direktor voller Anteilnahme einen Angestellten. Das kenne ich auch. Aber dann nehme ich meine Frau in die Arme und alles ist wie weggeblasen. Ich kann Ihnen nur raten, dass Sie dieses Rezept einmal ausprobieren. Gerne, antwortet der Angestellte. Ist Ihre Frau Gemahlin jetzt zu Hause? Manager treffen. Stell dir vor, sagt eine Führungskraft zur anderen. Da ist kürzlich ein Unternehmensberater angetreten und hat mir vertraglich zugesichert, dass er wieder Leben in meinen Laden bringt. Und, was ist passiert? 5 meiner Sekretärinnen sind schwanger. Sagt die Frau des Piloten, wenn du schon nicht hochkommst, dann geh wenigstens von der Piste runter. Welches sind die 21 Werkzeuge des Maurers? 20 Flaschen Bier und eine Zeitung. Eine Nonne will das übrig gebliebene Klosteressen an die Bauarbeiter einer nahegelegenen Baustelle verteilen. Um deren christliche Gesinnung zu prüfen, fragt sie einen, kennen Sie Pontius Pilatus? Der schüttelt den Kopf und ruft seinem Kollegen zu, weißt du, wer Pontius Pilatus ist? Der schüttelt den Kopf und ruft, nee, warum? Seine Alte ist hier und bringt ihm was zu essen. 2 Weinhändler unterhalten sich. Bist du eigentlich mit dem neuen Lehrling zufrieden? Und wie? Er ist ein halbes Jahr bei uns und schon bekommt er die Spätlese bedeutend besser hin als ich. Der Bankbeamte liegt neben seiner Frau im Bett und fühlt ein männliches Rühren. Liebling, flüstert er, die Aktien steigen, die Kurse sind fest. Steigst du ein? Nein, antwortet sie, die Börse ist heute geschlossen. Nach einiger Zeit jedoch ist die Frau des Bankbeamten durchaus bereit und sie flüstert, schläfst du schon? Die Börse ist nun doch geöffnet. Zu spät, lautet die Antwort, ich habe das ganze Paket gerade unter der Hand verschleudert. In den Südstaaten der USA will ein Farbiger eine Kirche betreten. Ein Polizist verwehrt ihm den Eintritt. Ich mache hier nur sauber, sagt der Farbige. Dann darfst du rein, sagt der Gesetzeshüter. Aber wehe, ich erwische dich beim Beten.
Dieter trifft einen alten Schulfreund mit einer Couch auf dem Rücken. Bist du Möbelträger geworden? Wieso Möbelträger? Ich bin Psychiater und mache einen Hausbesuch. Der schottische Baumeister fragt seinen Maurer. Weshalb arbeiten Sie heute nicht? Ich bin erkältet. Ich habe Schüttelfrost. Mann, dann sieben Sie Sand! Es erklärte der Anwalt. Die Belastungen in der Ehe sind so groß, dass man sie mit einer Frau allein gar nicht ertragen kann. Herr Rechtsanwalt, wenn ich mit einem halben Jahr davon komme, bekommen Sie 10.000 Euro extra. Nach dem Prozess meint sein Anwalt, puh, das war ein gutes Stück Arbeit. Stellen Sie sich vor, die wollten Sie freisprechen, aber ich konnte ein halbes Jahr rausholen. Zwei Wochen, nachdem ihm Petrus einen Stahlwerksdirektor in die Hölle geschickt hat, beschwert sich der Teufel beim Himmelswächter. Den Stahlboss nimmst du sofort wieder zurück. In 14 Tagen hat er mir schon 3 Öfen stillgelegt und der Rest der Mannschaft macht Kurzarbeit. Meint ein Pfarrer zu seinem Amtsbruder, wurde in deiner Kirche auch für die Armen der Welt gesammelt? Ja, natürlich. Und was hast du selbst gegeben? Die Genehmigung. Ein Arzt und ein Anwalt sind zu einer Gesellschaft eingeladen. Die Gastgeberin belegt den Arzt sogleich mit Beschlag und liefert ihm einen lückenlosen Bericht über ihre zahlreichen Wehwehchen. Geduldig gibt er der Arzt Ratschläge. Später sagt er zum Anwalt, dafür müsste ich ja eigentlich eine Rechnung schicken, was meinen Sie? Unbedingt, rät der Anwalt. 2 Tage später bekommt der Arzt eine Honorarforderung für Beratung vom Anwalt. Hochhausbau. Ein Mann stürzt vom Gerüst. Ruft ihm ein anderer hinterher. Hey, Charlie, lass den Flaschenöffner da! Weibliche Polizisten sollen gemeinsam mit ihren männlichen Kollegen in einer Kaserne untergebracht werden. Der Polizeikommandant macht einen Höflichkeitsbesuch bei der leitenden Beamtin. Ich befürchte, sagt er, es wird ein Techtelmechtel geben, Frau Kollegin. Die Beamtin ist entrüstet. Wofür halten Sie, meine Damen? Die haben es hier! Und sie tippt sich vielsagend an die Stirn. Egal, wo sie es haben, versichert der Polizeikommandant, meine Jungs werden es schon finden, Frau Kollegin. Der altgediente Polizist hat ein blutjunges Mädchen geheiratet. In der Hochzeitsnacht zieht er plötzlich seine Pistole, richtet sie auf seinen Unterleib und brüllt, stehen bleiben oder ich schieße! Fragt der Geschäftsführer die Verkäuferin, können Sie den Herrn da hinten nicht zufriedenstellen? Er sucht schon über eine Stunde. Daraufhin die Verkäuferin, das ist ein schwieriger Kunde. Er ist Musiker und versucht 2 Schuhe zu finden, die in der gleichen Tonart knarren. Der Boxer ist mit seiner neuen Flamme endlich allein. Er zieht sich aus, trommelt mit beiden Fäusten stolz auf seinen mächtigen Brustkasten und sagt triumphierend, schau her, das sind 180 Pfund Dynamit, mein Liebling. Ja, ja, sagt sie, während sie ihn von oben bis unten abschätzend anschaut. So viel Dynamit und so wenig Zündschnur. Am Himmelstor steht ein Automechaniker vor Petrus. Warum hast du mich so früh sterben lassen? Ich bin doch erst 42 Jahre alt. Petrus schaut in seinem großen Buch nach und sagt, nach den Stunden, die du deiner Kundschaft berechnet hast, bist du jetzt genau 102 Jahre alt. Ich liebe meine Arbeit sehr, sagt der Chef der Berufsfeuerwehr zu seiner Braut in der ersten Liebesnacht. Du musst verstehen, wenn ich im Eifer des Gefechts Fachausdrücke benutze. Leiter in Stellung heißt, ich bin bereit. Wassermarsch heißt, ich spritz gleich ab. Schon recht, sagt sie verständnisvoll und nach einer Weile, mehr Schlauch bitte. Der Professor für Sexualwissenschaften kommt ins Schlafzimmer und ergreift zärtlich die Hand seiner bereits schlafenden Frau. Murmelt sie, ach Arthur, nicht schon wieder fachsimpeln. Die Frau des Metzgers haucht abends im Bett, behandle mich doch einfach mal wie deine beste Kundin. Was soll das heißen, knurrt er. Na, du fragst doch immer, darf's noch ein bisschen mehr sein? Der Maler zum Modell. Am liebsten würde ich sie nackt malen. Naja, ich weiß nicht so recht, meint das Mädchen nachdenklich. Dann behalten Sie doch wenigstens die Unterhose an. Um Himmels Willen, was ist mit Ihnen passiert? Entsetzt sich der Unfallarzt, als er die hübsche Patientin sieht, deren Gesicht von Brandwunden übersät ist. Als mein Mann mich küsste, bekam er Schluck auf. Schluck auf? Nun, Sie müssen wissen, mein Mann ist Feuerschlucker. Eine Amerikanerin sucht ihren Seelsorger auf. Ihr Mann ist gestorben und sie möchte, dass er die Trauerrede hält. Wie viel verlangen Sie dafür? Erkundigt sie sich.
Das hängt von Ihren Wünschen ab, folgt die seelsorgerische Antwort. Ab $50 aufwärts habe ich zum Beispiel eine ergriffen vibrierende Stimme. Ingo, Hauptdarsteller in einem Sexstreifen, kommt erschöpft nach Hause. Hattest du einen harten Tag im Studio? Fragt ihn seine Frau liebevoll. Antwortet er, ja, mein Schatz, Gott sei Dank. Stolz erzählt der Forscher seiner Frau, zu deinem Geburtstag habe ich eine große Überraschung für dich. Oh, was ist es denn? Da bin ich aber neugierig. Sie schaut ihn erwartungsvoll an. Also wenn du es jetzt schon wissen willst, ich sag's dir, ich habe einen Virus nach dir benannt. Die Schüler sollen das Schätzen lernen. Hans, schätz mal, wie alt ich bin. Sie sind 46 Jahre, Herr Lehrer. Stimmt genau, freut sich der Lehrer. Wie hast du das so gut herausgefunden? Das war nicht weiter schwer, Herr Lehrer. Wir haben zu Hause einen Halbdeppen und der ist 23 Jahre alt. Der flotte Theo heiratet eine noch sehr junge Witwe. Hochzeitsnacht. Plötzlich gesteht sie, Theo, ich bin noch, na, du weißt schon, was ich meine. Theo fällt aus allen Wolken. Aber du warst doch schon mal verheiratet. Ja, nickt sie verschämt, aber mit einem Handwerker. Der erfolgreichste Filmproduzent Amerikas lädt seine Freunde und Kollegen zur Privatvorführung seines neuen Westerns ein. Tausende von Statisten liefern sich auf der Leinwand wilde Schießereien. Wie du heutzutage diese aufwendigen Massenszenen finanzieren kannst, ist mir ein Rätsel, sagt einer seiner Konkurrenten später am Buffet. Gewusst wie, strahlt der Produzent und flüstert hinter vorgehaltener Hand, an Zahltagen gebe ich meinen Statisten einfach scharfe Munition statt Platzpatronen. Zwei Krankenschwestern in der ungestörten Kaffeepause. Hast du schon gehört? Die Oberschwester vom Chefarzt hat sich entschlossen, ihren Körper der Wissenschaft zu vermachen. Ich weiß. Dreimal die Woche, nicht wahr? Pfarrer Bornstedt pflegt, seine Predigt vom Manuskript abzulesen, das er eine halbe Stunde vor Beginn des Gottesdienstes auf die Kanzel legt. Eines Sonntages entwendet ein junges, freches Gemeindemitglied heimlich die letzte Seite. Was passiert? Gerade liest der Pfarrer vor. Und Adam sprach zu Eva, da blättert er weiter, findet das letzte Blatt nicht, sucht durch das Manuskript und wiederholt, um Zeit zu gewinnen. Und Adam sprach zu Eva. Plötzlich fügt er leise hinzu, aber über die Lautsprecher ist es bis in die letzte Bank noch deutlich wahrzunehmen. Da fehlt doch ein Blatt. Der Klempner ist mit der Arbeit fertig. Er ruft die junge und überaus hübsch gewachsene Dame des Hauses. Nun duschen Sie mal, gnädige Frau, damit ich sehen kann, ob das Ding wieder perfekt funktioniert. Der Pfarrer sitzt im Flugzeug. Als die Stewardess die Getränke serviert, erkundigt er sich freundlich, wie hoch fliegen wir jetzt eigentlich? Na, so 10.000 Meter. Dann geben Sie mir doch bitte statt des Cognacs lieber einen Orangensaft. Der Chef ist nämlich in der Nähe. Fragt die Lehrerin den ABC-Schützen, was willst du denn später einmal werden? Entweder Arzt, Kunstmaler oder Fensterputzer. Sehr interessant. Und welchen der drei Berufe möchtest du am liebsten ergreifen? Das ist mir wurscht. Hauptsache, er hat mit nackten Weibern zu tun. In einem Dorf schiebt eine Ordensschwester einen Kinderwagen. Meint ein älterer Herr lächelnd, Schwester, ist das im Kinderwagen ein süßes Klostergeheimnis? Gibt die Schwester zurück, nein, ein Kardinalsfehler. Fragt der junge Richter seinen ergrauten Kollegen, ich habe da einen Schwarzbrenner, der Zwetschgengeist macht. Wie viel soll ich ihm wohl geben? Naja, auf keinen Fall mehr als 10 Euro pro Liter. Wir stehen hinter jedem Bett, das wir verkaufen, sagt der Möbelverkäufer. Oh, dann kaufe ich es wohl woanders, meint die junge Kundin. Ich glaube nämlich kaum, dass mein Mann zu mir kommt, wenn ihre Fachleute uns dabei beobachten. Trifft ein Arzt seinen Schneider, gibt ihm die Hand und fragt, na, bei Ihnen alles gesund zu Hause? Der Schneider, ja, danke. Und bei Ihnen? Alle Anzüge gebügelt? Der Bettler an der Tür. Liebe Frau, eine kleine Gabe. Oder hätten Sie nicht ein paar alte Schuhe für mich? Sie haben doch tadellose Schuhe an. Das ist es ja. Die verderben mir das ganze Geschäft. Treffen sich zwei Hellseher. Meint der eine, kommst du mit? Nee, da war ich schon. Sie sind also ein erfolgreicher Callboy. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg? Geschäft ist Geschäft. Will man was rausholen, muss man auch richtig was einstecken. Herr Lehrer, wie lange sind Sie schon an der Schule? Na, so um die 20 Jahre. Mann, oh Mann, und wie lange müssen Sie noch?
Die Kurse stürzen ständig. Das macht den Bankier schon ziemlich nervös. Eines Tages brütet er wieder über seinen Aktien, als das Mädchen aufgeregt hereinstürmt. Die gnädige Frau ist soeben gestürzt. Um jeden Preis sofort verkaufen. Nach der Landung sagt der Captain der Chartermaschine zur neuen Stewardess, unsere Triebwerke stehen jetzt für 24 Stunden. Auf ein, haucht sie hingerissen. Heirate nie eine Lehrerin, beschwört ein Ehemann, der sich einem solchen Beamtenwesen auf Lebenszeit ausgeliefert hat, seinen Freund. Der stärkste Mann ist diesen Anforderungen nicht gewachsen. Jedes Mal sagt sie, so, und nun wollen wir das Ganze von Anfang an wiederholen. Sind Sie Zauberkünstler? Ja, ich zersäge Mädchen. Haben Sie Schwestern? Ja, 6 Halbschwestern. Der neue Museumswärter am Ende seines ersten Diensttages zum Direktor. Sie werden mit mir zufrieden sein. Ich habe heute 2 Rembrandt und einen Dali verkauft. Endlose Schlange an der Kasse des Supermarktes. Die junge Frau an der Registrierkasse schwitzt Blut und Wasser. Denn der kleine Theo stapelt Artikel über Artikel vor ihr auf und greift immer wieder in seinen Einkaufswagen. Doch schließlich ist er leer und die Verkäuferin liest den Endbetrag vom meterlangen Kassenbon ab. Meint der Kleine unschuldig, ach, die Sachen können Sie wieder einräumen. Ich brauche bloß die Summe für eine Rechenaufgabe. Wütend kommt ein Gepäckträger zum anderen. Stell dir vor, eben habe ich einem Schotten seinen beiden Koffer bis zum Taxi getragen und am Ziel drückt er mir was in die Hand und sagt, hier, für einen anständigen Schluck Kaffee. Wie viel war's denn? Ein Stück Würfelzucker. Angeklagter, Sie haben also die Zeugin missbraucht. Nein, Herr Richter, ich bin doch arm. Was hat denn das damit zu tun? Armut schändet nicht. Chef zum Lehrling. Ich rede nicht viel. Wenn ich aber mit den Fingern schnippe, kommst du dann sofort. Ist das klar? Ja, aber ich rede auch nicht viel. Wenn ich dann mit dem Kopf schüttle, dann komme ich aber nicht. Der Hauptdarsteller eines erotischen Films fragt den Regisseur, was soll ich denn mit dem Präservativ? Heute ist Kostümprobe. Der 64-jährige Generaldirektor hat sich entschlossen, die 28-jährige Chefsekretärin zu heiraten. Sein bester Freund macht ihm Vorhaltungen. Bist du wahnsinnig? Wenn du 74 bist, ist sie 38. Na und? Wundert sich der alte Herr. Das ist doch heute kein Alter für eine Frau. Hör mal, sagt der Unternehmer zum anderen. Heute Morgen beim Rasieren fiel mir etwas ein, was ich dir unbedingt erzählen muss. Ich, immer ich, ruft der Teilhaber. Kannst du nicht einmal wir sagen? Schließlich sind wir doch Geschäftspartner. Wenn du meinst, also wir haben unsere Sekretärin geschwängert. Eine nette Party unter Geschäftsfreunden. Die Dame des Hauses wehrt pro forma die Attacken eines Herrn ab und fragt, sind Sie ein näherer Geschäftspartner meines Mannes? Leider nein. Dann nehmen Sie sofort Ihre Hand von meinem Schenkel. Der Kellner eilt durch das Lokal. Er stolpert, das Tablett schwankt und 5 Cocktails ergießen sich auf den eleganten Anzug eines Herrn. Ein Glück, kommt die beruhigende Stimme des Kellners, dass es nur trockene Martinis waren. Ist dein Chef eigentlich schon mal frech zu dir geworden, Gabi? Und ob, letzte Woche kam er rein und sagte, nun aber mal ran an die Arbeit. Herr Direktor, darf ich heute früher gehen? Meine Frau will mit mir einkaufen. Kommt gar nicht in Frage. Danke, ich wusste, dass Sie mich nicht im Stich lassen. Der Arzt ging zur Autoreparaturwerkstatt, um wegen der Höhe der Rechnung vorzusprechen. Der Meister erklärte ihm, es wäre alles in Ordnung. Aber es ist ein unmöglich hoher Preis für einen einfachen Kundendienst mit Wartung, sagte der Arzt. Eure Rechnungen sind ja höher als unsere. Der Meister sah ihn an. Sie dürfen nicht vergessen, Herr Doktor, dass Sie es seit Adams und Evas Zeiten immer mit den gleichen Modellen zu tun haben. Wir müssen uns dagegen fast jeden Monat auf ein neues Modell einstellen. Wer hat den besten Job der Welt? Der Papst in Rom. Wieso? Er hat nur einen Chef und den trifft er erst nach dem Tode. Als die Haushälterin das Essen aufgetragen hat, setzt sich der Pfarrer zu Tisch und beginnt zu speisen und unterlässt es, zuvor das Tischgebet zu sprechen. Aber Hochwürden, rügt die Haushälterin, Sie haben ja vergessen, den Herrn zu bitten, die Mahlzeit zu segnen. Hab ich nicht, brummt der Pfarrer. Bei der ewigen Resteverwerterei, liebe Bertha, befindet sich auf diesem Tisch nichts, worüber nicht schon mindestens 3-mal der Segen gesprochen wäre.
Ein Mann kommt aufgeregt zum Informationsstand des Kaufhauses. Sie müssen mir helfen, Fräulein. Ich habe meine Frau verloren. Bitte sehr, flötet die junge Dame. Trauerartikel im zweiten Stock, Schnaps in der Lebensmittelabteilung. Die hübsche Fluglehrerin lässt den Flugschüler vorgeschriebene Figuren ausführen. So, sagt sie, und nun aber hoch mit dem Schwanz. Aber doch wohl nicht hier oben, antwortet der junge Mann heftig errötend. So geht es nicht weiter, ärgert sich der Kellner über einen Gast. Seit 14 Tagen kommen Sie herein, trinken ein Glas Sodawasser und gehen ruhig wieder weg. Na und? Soll ich vielleicht wegtaumeln? Was? Ihre Kinder sind alle am 8. Februar geboren? Was sind Sie denn von Beruf? Präzisionsstanzer. Bei einer Miederwarenfabrik stellt sich ein neues Mannequin vor. Der vielbeschäftigte Personalchef wirft ihr einen Büstenhalter zu und sagt, fangen Sie schon mal an, das hier auszufüllen. Der Seemann will Landurlaub. Wozu? Fragt der Kapitän. Meine Frau bekommt ein Kind. Hör mal, brummt da der Kapitän. Du wurdest bei der Kiellegung benötigt. Beim Stapellauf bist du völlig überflüssig. Die schöne Susi sitzt in der Badewanne. Da klingelt der Briefträger. Sie hängt sich den Bademantel über, geht zur Tür und späht durch das Guckloch. Der Briefträger schreibt indessen eine Benachrichtigung und schiebt sie durch den Briefkastenschlitz. Plötzlich stutzt er und sagt, na du kleiner Wuschelkopf, Mutti ist wohl nicht zu Hause. Ein Pilot gesteht seinem Freund, einem Statistiker, er habe große Angst vor einem möglichen Terroristenanschlag auf sein Flugzeug. Keine Angst, beruhigt ihn sein Freund. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Bombe im Flugzeug befindet, ist geringer als 1 zu 3,4 Millionen. Aber ich fliege doch oft, sehr oft sogar. Dann würde ich dir empfehlen, immer eine Bombe mitzunehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich an Bord zwei Bomben befinden, ist 1 zu 3,45 Milliarden. Der Zahnarzt mit der surrenden Bohrmaschine nähert sich der süß lächelnden Patientin, die sich im Sessel duckt. Und er fragt sie mit zufriedener Stimme, sind Sie nicht die Politesse, die mir gestern das Knöllchen über 60 Euro an mein Auto gesteckt hat? Der jüngste Lehrling kommt auf die Baustelle. Da ruft der Meister ihm warnend zu. Josef, warum kommst du schon wieder zu spät? Bitte stell den Strom nicht an. Ich arbeite noch an der La... Der berühmte Psychiater McNichols hat erst sehr spät geheiratet. Auf die Frage, was er denn an seiner Frau besonders schätze, antwortet er, sicher, sie ist weder schön noch intelligent, aber wenn ihr wüsstet, was für herrliche Albträume sie hat. Ein Italiener aus Venedig geht zum Pastor und sagt traurig, meine Frau ist gestorben, aber ich habe kein Geld für das Begräbnis. Sofort entscheidet der Pastor, fünfte Klasse. Was bedeutet das? Fragt der Italiener, antwortet der Pastor, der Pastor und der Sarg in der Gondel, die Trauergäste schwimmen hinterher. Der Bestattungsunternehmer war wieder einmal fremdgegangen. Als er gehen will, fragt er routinemäßig, wünschen Sie ihn noch einmal zu sehen? Ein Maler sitzt im Garten eines Bauernhofes und malt. Er fragt die Bäuerin, ob sie mit seinen Bildern zufrieden sei. Oh ja, sehr, strahlt die Bäuerin. Und warum, will der Meister wissen. Ja, wissen Sie, seit Sie hier sitzen, fressen uns die Vögel die Kirschen nicht mehr weg. Zwei Artisten treffen sich. Weißt du schon, dass Pedro verunglückt ist? Nein, was ist denn passiert? Er musste plötzlich gähnen, brach sich ein Bein und renkte sich die Schulter aus. Und alles, weil er gähnen musste? Ja, er hing nämlich gerade mit den Zähnen am Trapez. Ein Meteorologe zu seiner Frau. Stell dir vor, ich werde versetzt. Das überrascht mich nicht. Ich habe seit längerem schon bemerkt, dass das hiesige Wetter nicht mehr mit dir einig ist. Das junge, attraktive Paar sitzt in einem vornehmen Restaurant. Plötzlich kommt der Ober und sagt zu der tief dekoltierten Frau, Pardon, gnädige Frau, ist es Ihrer Aufmerksamkeit entgangen, dass Ihr Gatte soeben unter den Tisch gerutscht ist? Kopfschüttelnd deutet sie zur Tür hin. Sie irren sich, mein Gatte ist soeben durch die Tür hereingekommen. Hotelbrand in Spanien. Unten wird ein Sprungtuch gespannt. Als der erste Tourist springt, ziehen die Spanier das Tuch weg und schreien, Olé! Wüste Orgie im Schlafwagen des Intercity.
Kurz vor München fliegt ein Haufen Kondome durchs Zugfenster. Wenig später entdeckt ein Bauer etwas auf seinem Feld, klettert vom Traktor, nimmt die Bescherung in Augenschein. Scheiß Preisen, kann er es nicht fassen. Das Beste lassen's drin in der Weißwurst. Ein deutsches Ehepaar übernachtet in einem alten Schloss in England. Mitten in der Nacht weckt die Ehefrau ihren Mann. Hubert, im Nebenzimmer sind Geräusche. Kannst du bitte mal nachsehen, was das ist? Wieso ich? Du prahlst doch immer so mit deinen Englischkenntnissen. Indianerjunge fragt seine Mutter. Warum heißt meine Schwester Goldene Morgenröte? Ja, weil wir sie in der Morgenröte gezeugt haben. Und warum heißt mein Bruder Milder Frühlingswind? Weil wir ihn an einem sanften Frühlingstag gezeugt haben. Aber warum fragst du, geplatzter Gummi? In diesem Fluss, erzählt ein Kapitän einem ängstlichen Passagier, kenne ich jede Sandbank und jeden Felsen. In diesem Moment fährt das Schiff knirschend über einen Felsen unter dem Wasser. Sehen Sie, sagt der Kapitän, da ist schon einer. Nach langer Bahnfahrt fällt ein Urlaubsgast todmüde in sein Hotelbett. Das Getue eines Hochzeitspaares im Nebenzimmer lässt ihn nicht zur Ruhe kommen. Immerzu hört er eine Stimme sagen, ja, wo ist denn das kleine Popöchen? Ja, wem gehört denn das kleine Popöchen? Schließlich wird der Mann ganz wütend und schreit, ja, Himmel, Herrgott, Kruzifix noch einmal. Es muss doch festzustellen sein, wem dieser blöde Arsch gehört. Der Gast in einem winzigen Hotel wird morgens um 6 unsanft von dem Zimmermädchen geweckt, das in das Zimmer poltert. Was soll denn das? Brummt er verschlafen und ärgerlich. Ich wollte doch erst um 9 geweckt werden. Mag sein, entschuldigt sich das Zimmermädchen, aber wir brauchen die Laken für die Frühstückstische. Herr Nussbeck fliegt geschäftlich nach Tokio. Gleich am ersten Abend schleppt er eine bezaubernde Japanerin ab. Komisch, wundert sich Herr Nussbeck. Immer ruft sie beim Vögeln, Nachagayana, Nachagayana. Am nächsten Morgen ist er mit seinem japanischen Geschäftspartner beim Golfspielen. Herr Nussbeck erinnert sich seiner eindeutigen Sprachlektion, als der Japaner grandios einputtet. Nachagayana, zwinkert Herr Nussbeck mit dem Auge. Wieso, knurrt er, was heißt hier im falschen Loch? Während eines Italienurlaubs fährt der vollkommen erschöpfte Vater in die einzige Lücke einer Großparkanlage. Einen Parkplatz hätten wir endlich, sagt er sichtlich erleichtert. Nun müssen wir noch feststellen, in welcher Stadt wir eigentlich sind. Schulze kehrt vom Urlaub in den Bergen mit einem dicken Verband am Kopf zurück. Steinschlag? Erkundigt sich ein Beamter. Nein, Bäuerin. In der Mittagshitze erreicht ein Berliner ein Bergdorf, das völlig ausgestorben scheint. Nur vor der Kirche sitzt ein alter Mann auf der Bank. Der Berliner nähert sich ihm und beginnt ein Gespräch. Eine herrliche Gegend ist das hier oben und eine herrliche Luft. Da merkt man erst richtig, wenn man aus der Joststadt kommt, wie gesund man hier leben kann. Ja, ja, sagt der Alte. Unsere Luft ist besonders gesund. Hier im Ort ist schon seit Jahren niemand mehr gestorben. In diesem Augenblick öffnet sich die Kirchentür und ein Leichenzug kommt heraus. Na, Männeken, meint der Berliner, da haben sie ja wohl ein wenig übertrieben, wa? Na, na, sagt der Mann. Das da, das war unser Totengraber. Der ist vorgestern verhungert. Das in einem idyllischen Tal gelegene Dorf Hinterrabenbach fasst auf einer Bürgerversammlung den einstimmigen Beschluss, in die Reihe der Kurorte aufzuschließen. Die Dorfbewohner, die sich von dieser Maßnahme eine nicht unerhebliche Auffüllung ihres Geldbeutels versprechen, machen sich mit Eifer an die Verschönerungsarbeit. Sie legen Blumenbeete an, stellen Bänke auf, pflegen den Rasen. In der Anlage wird eine Tafel angebracht mit dem Text: Das Betreten des Rasens kostet 1 Mark Strafe. Unter den ersten Touristen, die hier ihre Ferien verbringen, befindet sich auch ein Berliner Polizist. Als er das Schild sieht, sagt er zu seinem einheimischen Kollegen, Tja, ihr seid ja recht billig. Bloß 1 Euro Strafe, bei uns kostet das 5 Euro. Der wackere Polizist gibt zur Auskunft, Das haben wir auch schon probiert, aber da geht keiner über den Rasenmäher. In der Eisenbahn tropft es aus einem im Gepäcknetz befindlichen Reisekorb. Ein darunter sitzender Herr fängt die Tropfen mit dem Zeigefinger auf, den er genüsslich abschlägt. Nach einer Weile wendet er sich an den Reisekorbbesitzer mit der Frage, alter französischer Cognac, wie?
falsch geraten. Junger deutscher Schäferhund. Na, wie war's in Schottland? Fragt der Vater die Tochter. Haben die Schotten wirklich alle Dudelsäcke? Aber nein, Papi, alle, die ich kennengelernt habe, hatten eigentlich einen ganz normalen Sack. Sie liegt im Strande des Lido in den starken Armen eines Italieners. Vor Sehnsucht flüstert er, Amore, Amore, sagt sie. Na, erst mal normal, dann meinetwegen auch am Ohre. Eine junge Dame fährt über den Atlantik und führt ein Tagebuch. Dienstag, ich habe meinen Platz am Tisch des Kapitäns. Er ist ein schöner Mann. Mittwoch, der Kapitän hat Interesse für mich, war heute lange auf der Kommandobrücke. Donnerstag, es wird immer dringender. Samstag, er droht, das Schiff zu versenken, wenn ich ihn nicht erhöre. Sonntag, habe über 1000 Menschen das Leben gerettet. Wie ich höre, Frau Kunze, hat Ihr Mann einen Kurzurlaub in Paris verbracht. Hat er Ihnen auch ein Geschenk mitgebracht? Ja, leider, Frau Weber, aber ich muss nur noch 3-mal zur Nachbehandlung, dann bin ich es wieder los. Spaziert eine junge Frau mit entblößtem linken Busen durch die Ausgangshalle des Flughafens. Nach ungefähr 10 Minuten spricht eine Angestellte sie darauf an. Die Dame wurde feuerrot. Diese verdammten Zollbeamten packen das Zeug hinterher nie wieder richtig ein. Das Schiff sinkt. Ein Reisender ruft einer hübschen Frau zu. Halten Sie sich an mich! Können Sie denn so gut schwimmen? Nein, aber in 10 Sprachen um Hilfe rufen! Am See Genezareth wollen Touristen mit dem Boot übergesetzt werden. Der Fährmann verlangt von jedem $4. Das ist aber teuer, sagt ein Tourist. Aber bedenken Sie, über diesen See ist der Herr zu Fuß gewandelt. Der Tourist, ja kein Wunder bei den Preisen. Paul und Rolf erleiden Schiffbruch und werden auf eine einsame Insel verschlagen. Die Zeit wird ihnen zu lang. Um sich zu unterhalten, denken sie sich immer neue Spiele aus. Sagt Paul eines Tages, ich bin 1,65 Meter groß, habe Oberweite 98, Taille 54 und Hüfte 97. Ich bin feurig und komme aus Italien. Wer bin ich? Stöhnt Rolf, ist mir egal, komm her und küss mich. Hallo Rita, warum machst du so komische Tippelschritte? Rita augenzwinkernd. Ich fahre doch morgen in den FKK-Urlaub nach Südfrankreich. Und damit ich die Schönste am Strand bin, habe ich mir ein paar Lockenwickler eingedreht. Doris macht Urlaub in Ruhpolding. Bei einem Heimatabend wird sie von einem strammen Burschen zum Tanz aufgefordert. Als sie zum Tisch zurückkommt, fragt die Mutter, na, was hat er denn zu dir gesagt? Ich habe es nicht verstanden. Er muss Italiener sein. Er sagte dauernd, Di poc i ano. Während einer Kreuzfahrt geraten ein Schotte und seine Frau in Seenot. Er wird gerettet, seine Frau bleibt verschwunden. Nach 1 Monat erhält er Nachricht. Leiche ihrer Frau mit Austern und Muscheln bedeckt aufgefunden. Sofort telegrafiert er zurück. Austern und Muscheln verkaufen. Stopp. Köder wieder auslegen. Stopp. Heinz verbringt seinen Urlaub auf dem Lande. Bereits am ersten Tag rennt er zur Bäuerin und schimpft, ihr Klo ist die reinste Zumutung. Da sind ja ganze Schwärme von Fliegen drin. Beruhigen Sie sich, antwortet die Frau. Es ist doch erst 9:30. Sie müssen noch etwas warten. Am besten gehen Sie zwischen 12 und 1 Uhr rein. Dann sind die Viecher alle in der Küche. Schreibt der Ehemann an seine Frau. Meine liebe Susi, viele Grüße aus dem Urlaub. Der Wind pfeift, das Meer tobt. Und deshalb muss ich immer an dich denken. Die Mutter hat Dagmar erklärt, sie müsse am Strand ihren kleinen Bruder, den Wolfgang, immer an der Hand halten. Nach einer Weile sieht die Mutter Dagmar bis zum Hals im Wasser stehen. Entsetzt ruft sie, wo ist denn Wolfgang? Keine Angst, Mutti, ruft Dagmar zurück. Ich habe ihn ganz fest an der Hand. Axel hat sich auf den Ozeanriesen verirrt. Entschuldigen Sie, spricht er einen Steward an, ich finde meine Kabine nicht. Wie war denn Ihre Nummer? Das weiß ich nicht, aber gegenüber war ein Hafen und ein Leuchtturm. Als vermehrt Trommeln aus dem Busch zu hören sind, bekommen es die Safari-Teilnehmer mit der Angst zu tun. Sind das Kannibalen? Fragt einer den schwarzen Reiseleiter. Nein, mein Herr, das ist nur das Signal für die Frauen des Stammes. Es heißt, Kleider ausziehen, Preise erhöhen, die Touristen kommen.
Im Harem eines reichen Ölscheichs gießt der Eunuch mit einer Gießkanne Wasser über die Haremsdamen. Erkundigt sich ein Gast neugierig, was hat denn das zu bedeuten? Antwortet der Eunuch, die, bei der es zischt, ist dran. Ach, schwärmt Inge nach ihrem Adria-Urlaub. Die Italiener sind halt richtige Männer. Beim Autofahren werfen sie mit der einen Hand den Mädchen Küsse zu und mit der anderen geben sie noch Verkehrszeichen. Und womit steuern sie? Ich sagte doch, das sind Männer. Hansmann gerät auf seiner Safari in ein abgelegenes afrikanisches Dorf. Dort wird er sofort zum Medizinmann geführt. Der fragt ihn nach seinem Impfpass und untersucht ihn gründlich von Kopf bis Fuß. Ist ja großartig, meint Hansmann. Ich wusste wirklich nicht, dass Sie hier eine so ausgezeichnete medizinische Betreuung haben. Betreuung? Fragt der Medizinmann. Sie sind ja bei der Lebensmittelkontrolle. Die junge Frau des Afrika-Forschers ist von Eingeborenen entführt worden. Der besorgte Ehemann nimmt sich einen Fährtensucher und verfolgt die Flüchtenden. Sie reiten und reiten. Schließlich sagt der Fährtenleser, bis jetzt haben sie 8-mal Rast gemacht. Einmal um zu essen und zu trinken. Nach seinem Urlaub meint Rolf zu einem Kollegen, ich weiß jetzt, warum die Engländer mit Vorliebe Tee trinken. Wie hast du das denn herausgefunden? Ich habe ihren Kaffee probiert. Ein Expeditionsteilnehmer stürmt in die Hütte des Kannibalenhäuptlings und brüllt, gibst du mir wohl sofort meine Frau zurück, die deine Krieger gestern entführt haben? Aber sicher, meint der Häuptling bereitwillig. Mach $10 pro Dose. Stefan erzählt Freunden von seiner Venedigreise. Die Leute dort haben Nerven. Alles überschwemmt, aber sie singen. Es ist Herbst, irgendwo im tiefsten Kanada. Ein weißer Siedler bereitet sich auf den Winter vor und geht früh am Morgen in den Wald, um Holz zu hacken. Um die Mittagszeit kommt ein Indianer vorbei. Hey Indianer, wie wird der Winter? Der Indianer? Recht kalt. Der Siedler beschließt daraufhin, noch mehr Holz zu hacken. Gegen Abend kommt der Indianer erneut vorbei. Wie wird der Winter? Fragt der Siedler. Sehr, sehr kalt, sagt der Indianer. Den Siedler beunruhigt die Antwort etwas und er geht am nächsten Morgen wieder in den Wald zum Holzhacken. Am Abend, der Siedler hat Unmengen Holz gehackt, kommt der Indianer. Indianer, wie wird das Wetter? Unbarmherzig kalt, antwortet der Indianer. Gibt härtesten Winter seit Menschengedenken, fragt der Siedler. Woher weißt du? Nun, sagt der Indianer, wenn weißer Mann so viel Holz hacken, Winter wird immer viel, viel kalt. Jedes Mal, wenn über New York Nebel liegt, lande ich nach Gefühl, erzählt der US-Pilot seinen Kollegen. Fenster auf, Arm raus, Freiheitsstatue fühlen, Arm rein, landen. Mach ich in Paris genauso, sagt sein französischer Kollege. Fenster auf, Arm raus, Eiffelturm fühlen, Arm rein, landen. Bei mir ist das noch einfacher, sagt der Pilot aus Italien. Fenster auf, Arm raus, Arm rein, landen. Die Kollegen schauen verdutzt. Der Kollege aus Italien präzisiert. Arm raus, Arm rein, Armbanduhr geklaut, Rom. Wir haben leider nur noch ein Zimmer im 30. Stockwerk, erklärt der Portier dem innig verliebten Pärchen. In Ordnung, antwortet der Mann. Das nehmen wir und besteigt mit seiner Begleiterin den Lift. Nach 5 Minuten erscheinen die beiden wieder beim Portier. Der junge Mann gibt dem Portier ein saftiges Trinkgeld und meint zufrieden, hier, nehmen Sie das. Das Zimmer brauchen wir nicht mehr. Ein Gast erkundigt sich an der Rezeption bei der hübschen Angestellten. Wie kommt es eigentlich, dass ein Zimmer mit Bad 60 Euro kostet, ein Zimmer mit Dusche hingegen 250 Euro? Haucht die Schöne. Ganz einfach, mein Herr. Ich bin Fräulein Dusche. Der Gast zur Wirtin. Das Muster auf ihrer Butter ist aber besonders schön. Antwortet die Wirtin erfreut. Nicht wahr? Hat unser Koch mit seinem Kamm gemacht. Ein Tourist hat sich im Londoner Nebel verirrt. Er hält einen Passanten an und erkundigt sich nach dem Weg zur Themse. Die ist gleich hinter mir, meint dieser etwas unfreundlich. Sind Sie sicher? Ganz sicher, ich komme gerade raus. 2 Urlauber, die ihre Ferien auf dem Land im Allgäu verbringen, helfen gelegentlich dem Bauern bei seiner Arbeit.
Einmal bittet er sie, seine Kuh zum Stier zu bringen. Die Urlauber sind gerne bereit, denn dadurch werden sie um eine Erfahrung reicher. Doch es dauert viele Stunden, bis die beiden wieder zurückkommen. Auf die beunruhigte Frage des Bauern, ob etwas schiefgegangen sei, sagt der eine Urlauber: "Das nicht, aber es hat sehr lange gedauert, bis wir die Kuh dazu gebracht haben, sich auf den Rücken zu legen." Ägyptenreise. Ein Ehepaar besichtigt die Sphinx. Warum man wohl der Sphinx so große Weisheit nachsagt, meint die Ehefrau nachdenklich. Das ist doch klar, brummt ihr Mann, weil sie die einzige Frau ist, die von Anfang an den Mund gehalten hat. In der Nacht klopft der Sohn an die elterliche Schlafzimmertür. Nach einigen Minuten erscheint sein Vater, völlig außer Atem. Papi, will der Kleine wissen, was ist eigentlich Coitus Interruptus? Das frisch vermählte Paar kommt ins Hotel. Bitte geben Sie uns das schönste Doppelzimmer für 3 Nächte, sagt der Mann. Der Portier zwinkert der jungen Dame zu. Da haben Sie aber großes Glück, mein Fräulein. Sonst nimmt er das Zimmer immer nur für ein paar Stunden. Ein junges Mädchen droht zu ertrinken. Ein sportlich aussehender Mann sieht sie und ruft ihr zu: Leider habe ich schon eine Lebensrettungsmedaille. Eine alte Dame wird vom Feuerwehrmann aus ihrer brennenden Wohnung geholt. Als er sie auf der Leiter hat, sagt er: So, Oma, nun beißen Sie mal die Zähne zusammen. Oh Gott, sagt die alte Dame, dann müssen wir zurück, die liegen auf der Kommode. 2 Liebende werden durch ein kräftiges Klopfen an der Tür gestört. Völlig erschrocken sagt sie: Schnell, das ist mein Mann, spring aus dem Fenster. Aber wir sind im 13. Stock, keucht der Liebhaber. Macht nichts, drängelt sie weiter. Jetzt ist keine Zeit, abergläubisch zu sein. Häftling Peterson wird gefragt, warum er nie Besuch bekommt. Peterson, haben Sie denn keine Verwandte? Doch, eine Menge. Die sind nur alle hier. Das Jesuskind war geboren. Die Gäste kamen von nah und fern. Fragte einer der Gäste: Maria, warum sitzt du so traurig in der Ecke? Keine Antwort. Was hat sie? Fragte er erneut. Lass sie in Ruhe, erwiderte Josef. Sie hat sich halt ein Mädchen gewünscht. Woher haben Sie bloß die entzückenden Silberpokale? Mein Sohn ist Herrenreiter. Komisch, meiner ist auch schwul, aber Pokale hat er keinen einzigen. Oskar spannt im Strandbad durch ein Astloch in eine Umkleidekabine. Plötzlich ertönt hinter ihm eine Stimme: Sagen Sie mir doch bitte Bescheid, wenn meine Frau fertig ist. Karnevalssitzung in Mainz. Es herrscht eine Bombenstimmung. Selbst auf der Herrentoilette tönt es: Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, brüllt einer im Vorbeigehen. Sie Ferkel, dann setzen Sie sich doch richtig auf die Schüssel. Wurmsmüller ist restlos sauer und schimpft vor sich hin. Ich hab's einfach satt mit den Weibern. Erst legst du ein Vorspiel hin, dass die Glocken läuten, dann jubelst du sie zum Höhepunkt hoch, danach machst du noch ein irres Nachspiel und denkst, jetzt ist sie zufrieden, jetzt hat sie genug. Aber nein, was ist? Nach 6 Wochen will sie schon wieder. Mutti, fragt Fritzchen im Zug, wie hieß die Station, die wir eben verlassen haben? Weiß ich nicht und stör mich nicht, siehst du nicht, dass ich lese? Das ist wirklich schade, dass du es nicht weißt. Mariechen ist dort nämlich ausgestiegen. Ein neues Flugzeug startet und die überraschte Kommission an Bord hört aus den Lautsprechern: Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Flugzeug befindet sich kein Pilot. Es wird von einem vollautomatischen Gerät, von einem Computer der letzten Generation gesteuert. Eine Unruhe macht sich breit und die monotone Stimme spricht weiter. Wir fliegen in der Höhe von 20.000 Meter. Die Geschwindigkeit klettert auf 900 Kilometer pro Stunde. In 2 Stunden werden wir landen. Es gibt keinen Grund zur Panik. Das Flugzeug ist sicherer als von einem Piloten gesteuert und alle zuständigen Geräte sind in Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Auf dem Bauernhof. Wie ein Blitz auf der Suche nach einem Blitzableiter, so kommt Pferdl aus der Schule. Er versetzt dem Huhn, das ihm vor die Füße läuft, einen Tritt, dass es nur so federt. Der Kuh kickt er in die Euter, bis ihr die Milch aus der Nase spritzt. Dann kommt das Schwein dran. Als das erbärmliche Quieken verstummt, knöpft sich die Mutter den Pferdl vor. Sie hat alles mit angesehen. Eine Woche lang kein Ei, verkündet sie. Eine Woche lang keine Milch und eine Woche lang keinen Schinken. Ist das klar? Spät am Abend kehrt der Vater vom Feld zurück und versetzt der Muschi, die vor der Haustür liegt, einen mächtigen Tritt.
Ferdl und seine Mutter haben es gesehen. Ferdl freut sich. Bitte, Mami, darf ich Papi die böse Nachricht auftischen? Opa hatte ganz recht, als er sagt, ich solle nicht in diesen Nachtclub gehen. Dort gibt es Dinge, die ich besser nicht sehen sollte. So, und was hast du gesehen? Opa. Ein Maskierter stürzt in die Bank und schiebt dem Kassierer einen Zettel zu. Dieser liest ihn, schüttelt den Kopf und meint dann, Milch, Zucker und Reis bekommen Sie im Supermarkt nebenan. Jedes Mal, wenn mein Mann den Höhepunkt erreicht, lässt er einen Schrei los, genau wie Tarzan. Da können Sie doch stolz sein. Ja schon, aber ich wache jedes Mal davon auf. Burgs Müller hat im Restaurant seinen Freund entdeckt und geht an seinen Tisch. Ich denke, deine Geschäfte gehen so miserabel, wundert er sich. Und jetzt sehe ich dich hier groß tafeln? Haifischflossensuppe, Gänseleber, Hummer und Kaviar? Schon, schon, der andere seufzt tief. Aber früher hat es auch noch für meine Frau gereicht. Warum hast du denn den Arm in Gips? Fragt Brandner seinen Freund. War das ein Verkehrsunfall? Der Freund grinst. So könnte man es nennen. Ich wollte einem Kind ausweichen und bin dabei von der Couch gefallen. Der schmächtige Ehemann kommt früher als sonst nach Hause und erwischt seine Frau mit einem riesigen Kerl im Bett. Da packt er wütend den Regenschirm des Athleten, zerbricht ihn über dem Knie und schreit, so, und nun soll es kräftig regnen. Was, Sabine, du bekommst ein Kind? Ja, das hat der Arzt gesagt. Und von wem? Das hat er nicht gesagt. Stell dir vor, Karl Egon, auf der Afrika-Safari habe ich doch deinen alten Freund getroffen. Na, der wird sich doch aber gefreut haben. Leider nicht. Ich traf ihn von hinten. Susi heult. Mami, der Peter hat mich im Bad nass gespritzt. Dann spritz doch einfach zurück. Aber ich bin doch ein Mädchen. Ein 80-jähriger Opa geht in den Puff und lässt sich von der Dame seiner Wahl über die Preise aufklären. Auf dem Boden kostet es 50 Euro, auf dem Sofa 100 und im Bett 200. Als der Opa mit zittriger Hand 200-Euro-Scheine aus der Brieftasche zieht, steuern sie sofort auf das Bett los. Aber der Opa ruft, nein, nein, viermal auf dem Boden. Das alte Mütterchen trifft im Wald eine gute Fee und hat drei Wünsche frei. Sie wünscht sich als erstes den Buckel weg. Fort ist er. Sie wünscht sich ein Millionen-Bankkonto. Schon erledigt. Und sie wünscht sich, dass ihr Kater zu einem jungen Mann würde. Als sie nach Hause kommt, öffnet ihr wirklich ein schöner junger Mann und sagt, jetzt wird es dir bestimmt leid tun, dass du mich vorige Woche hast kastrieren lassen. Der Chirurg hat eine Blinddarmoperation vor sich und fragt den jungen Kollegen, was ist der Unterschied zwischen einem vereiterten Blinddarm und der Hochzeitsnacht? Bei einem vereiterten Blinddarm ist man froh, wenn man ihn draußen hat. In der Hochzeitsnacht ist man froh, wenn man keinen vereiterten Blinddarm hat. Ernie zu ihrer Mutter. Heute Nacht habe ich endlich das getan, was du mir geraten hast. Als mein Freund zärtlich wurde, habe ich ihm ins Ohr geflüstert, ein Paar kann viel mehr Spaß miteinander haben, wenn es den Bund der Ehe geschlossen hat. Und was hat er daraufhin gemacht? Schluchzt Ernie. Er ist aus dem Bett gestiegen und zu seiner Frau nach Hause gefahren. Ein New Yorker Millionär wollte seinen Bruder übertrumpfen, der seiner Frau einen Luxuswagen geschenkt hat. Für 10.000 Dollar kauft er ihr einen seltenen Vogel, der in 11 Sprachen sprechen und außerdem mehrere Arien singen konnte. Nachdem er ihn der Mutter geschickt hatte, rief er an ihrem Geburtstag bei ihr an. Was sagst du zu dem Vogel, Mutter? Er war köstlich, mein Sohn. Wir hatten ihn natürlich heute zu Mittag. Warum haben Kobels eigentlich keinen Nachwuchs? Der Nachbar weiß die Antwort. Ihr Mann ist doch so schrecklich eifersüchtig. Der lässt die Frau nie allein. Zwei Freundinnen. Wie hat es Norbert aufgenommen, dass du von ihm ein Kind erwartest? Er war kreideweiß im Gesicht, hatte Schaum vor dem Mund und hielt ein Messer in der Hand. Oh Gott, so rasend war er? Nein, er rasierte sich gerade. Ein Mann sitzt in der Sauna neben einem farbigen mit einem wirklich ungewöhnlich groß ausgebildeten Fortpflanzungsorgan. Seine Faszination lässt ihn den stolzen Besitzer ansprechen. Das ist reine Übungssache, meint der Farbige. Das können auch Sie in kurzer Zeit schaffen. Und wie mache ich das?
Ganz einfach. Wenn Sie das nächste Mal mit einer Frau schlafen, konzentrieren Sie sich nur auf eines. Ganz schnell hinein und ganz langsam wieder heraus. Sie werden sehen, es klappt. Der Mann kann es kaum erwarten, wirft sich in seine Kleider, rast nach Hause und stürzt sich auf seine erstaunte Frau. Nach wenigen Stößen wundert sie sich. Was ist denn heute los mit dir? Du poppst ja wie ein Farbiger. Der junge Mann sitzt im Sprechzimmer des Arztes und berichtet kummervoll, seine Frau habe plötzlich jedes Interesse an Sex verloren. Versuchen Sie mal dieses Mittel, rät der Arzt und reicht dem Mann eine Schachtel mit Pillen. Geben Sie Ihrer Frau jeden Abend eine Tablette davon nach dem Abendessen. Der junge Mann befolgt den Rat des Arztes, aber der erste Abend bringt keine Besserung. Am zweiten Abend gibt er seiner Frau zwei Tabletten, wieder ohne Erfolg. Am dritten Abend reißt ihm die Geduld. Er gibt seiner Frau die eine Hälfte der Tabletten und schluckt vor Wut die andere Hälfte selbst. Als die beiden Eheleute ins Bett gegangen sind, räkelt sich die Frau wollüstig und schnurrt, jetzt möchte ich einen Mann. Komisch, sagt der Ehemann. Ich auch. In der Straßenbahn unterhalten sich zwei Männer. Es ist ein richtiges Vergnügen, sich nicht mit dem Auto durch die vollgestopften Straßen hetzen zu müssen. Man spart nicht nur viel Zeit und Nerven, sondern kommt auch pünktlich an. Da haben Sie vollkommen recht. Übrigens, wann ist Ihre Verhandlung? Auf der berühmten Insel. Seit 8 Jahren lebt Robbie dort allein, seitdem er der Schiffskatastrophe entgangen ist. Eines Tages wird ein leckes Ruderboot mit einem leckeren Mädchen drin angeschwemmt. Ich kann Ihnen etwas geben, was Sie gewiss lange nicht mehr hatten, lächelt das Mädchen. Robbie fletscht die Zähne, schnalzt mit der Zunge. Was? Sie haben tatsächlich Rum an Bord? Die hübsche Lehrerin macht Quizstunde. Ich habe was in der Hand, das ist fast rund, rot und man kann es essen, verkündet sie geheimnisvoll. Ulf meldet sich zu Wort. Ein Apfel? Sie schüttelt den Kopf, präsentiert auf der Hand, die sie hinterm Rücken hatte, eine Tomate. Aber deine Antwort, lieber Ulf, beweist mir, dass du dir etwas gedacht hast, lobt sie ihn. Darauf steckt Ulf seine Hand in die Hosentasche, räuspert sich. Darf ich Ihnen auch eine Quizfrage stellen? Also, ich habe etwas in der Hand. Es ist ungefähr 4 Zentimeter lang und hat einen roten Kopf. Was ist das? Das Gesicht der hübschen Lehrerin verfärbt sich, rot bis in die Haarspitzen. Aber Ulf, sie bricht ab. Mit triumphierendem Lächeln verrät Ulf die Lösung. Nicht, Fräulein, was Sie denken. Es ist ein Streichholz. Immerhin, Ihre Antwort bewies mir, dass Sie sich etwas gedacht haben. Ich habe gehört, Ihre Tochter hat sich verlobt. Wer ist denn der Bräutigam? Ein Oberst der spanischen Armee. Da wird sie aber ein schönes Leben haben. Na, ich weiß nicht. Die Peseta steht doch so schlecht. Ach so, der Herr ist schon älter. 100 Jahre lang stehen die beiden heroischen Bronzestatuen einander im Park gegenüber. Eines Tages kommt ein Engel vom Himmel und erklärt ihnen, sie dürften sich, wegen vorbildlichen Betragens, für eine Weile von ihren Sockeln entfernen und einfach das tun, was ihnen am meisten Spaß macht. Selig springen die beiden von den Sockeln und schon sind sie in den Büschen verschwunden. Das Kichern und Quietschen und Girren und Lärmen ist durch den halben Park zu hören. Mit strahlenden Mienen erscheinen sie eine Viertelstunde später wieder an ihrem angestammten Platz. Auch der Engel kann ein fröhliches Lächeln nicht unterdrücken. Vertraulich blinzelt er den beiden zu und sagt, ihr kriegt noch ein Viertelstündchen, macht ruhig noch ein bisschen weiter. Das Strahlen auf ihren bronzefarbenen Gesichtern wird noch heftiger und mit einem breiten Grinsen sagt die weibliche Figur zur männlichen, aber diesmal hältst du die Taube und ich scheiß ihr auf den Kopf. Herr Schmidt erzählt, bevor unser Kind kam, hatte ich mit meiner Frau ständig Krach wegen des Namens. Sie bestand auf Anne und ich auf Marie. So, und nun heißt das Kind wohl Annemarie? Nein, Andreas. Lotti hat einer Graphologin eine Schriftprobe ihres Verlobten geschickt. Das Gutachten, das sie von der Graphologin erhält, war eher ernüchternd. Da stand geschrieben, ich glaube nicht, dass ihr Verlobter ein guter Ehemann für sie wäre. Ich bin nämlich seit 11 Jahren mit ihm verheiratet. Der Chinese Chang war Koch auf einem Schiff. Auch wenn die Matrosen ihre derben Scherze mit dem kleinen Mann aus China machten, sagte er kein Wort, sondern lächelte nur. Nach einer Weile des Zusammenlebens sagten die Seebären zu ihm, »Du bist in Ordnung, Kleiner. Ab heute werden wir dich in Ruhe lassen.« Lächelte Chang und erwiderte sich mit einer Verbeugung, »Danke, dann werde ich ab heute nicht mehr in eure Suppe pinkeln.«
Schweigend fährt das Pärchen im Range Rover durch den dunklen Wald. Haucht sie, kannst du auch mit einer Hand lenken? Ja, sagt er erwartungsvoll. Dann putz dir doch endlich die Nase. Das jung verheiratete Paar unterhält sich. Flüstert sie glücklich, Liebling, bald sind wir nicht mehr allein. Er springt vor Freude in die Luft und fragt, ist das wahr? Und wann? Antwortet sie, morgen um 4 Uhr sollst du meine Mutter vom Bahnhof abholen. Wie kommst du zu dem tollen Nerz? Fragt die Kollegin mit großen Augen, als Corinna am Montagmorgen durch die Tür marschiert. Tolle Geschichte, pass auf. Nightclub, charmanter Typ, lädt mich zum Nightclub in seine Wohnung ein. Macht den Kleiderschrank auf, 5 herrliche Pelze drin. Sagt, ich soll mir den schönsten aussuchen. Das war's. Hör mal, Corinna, du hast doch garantiert noch etwas mehr tun müssen. Natürlich, ich hab die Ärmel kürzer machen müssen. Eng umschlungen steht das Pärchen im dunklen Hausflur. Komm, Liebling, treibt er sie sehnsüchtig an. Worauf wartest du noch? Nein, nicht das. Hier im Treppenhaus. Na, hör mal. Okay, gibt er sich geschlagen. Dann hol mir wenigstens einen runter. Das geht auch nicht, bedauert sie aufrichtig. Ich kenn doch hier keinen. Ein Geschäft unter Männern. Papi, wenn du mir 5 Euro gibst, verrate ich dir, was der Briefträger morgens immer zu Mami sagt. Okay, ja, hast du 10. Also was sagt er? Guten Morgen, Frau Werner. Hier ist die Post. Bettina hat einen Orientalen geheiratet. Nach der Hochzeit, als sie gemeinsam auf dem Bett sitzen, sagt er, kannst du dich noch daran erinnern, als ich dir versprochen habe, dir gleich nach der Hochzeit zu erklären, was ein Eunuche ist? Du bist doch gestern mit den siamesischen Zwillingen ausgegangen. Ja. Und, alter Casanova, hast du sie? Ja und nein. Eine junge Dame träumt, dass sie sich schlafen legt. Da öffnet sich plötzlich das Fenster und ein Schwarzer von athletischer Gestalt steigt in ihr Zimmer. Er ist ganz nackt und hält in der Hand sein Glied, das prächtig angeschwollen emporragt. Hilfe, Hilfe, ruft die junge Frau. Mein Gott, was geschieht jetzt mit mir? Der Schwarze sieht sie durchdringend an und flüstert ihr zu. Aber das kann ich doch nicht wissen, Madame. Sie träumen doch, nicht ich. Opa hat am Stammtisch eine aufregende Geschichte zu erzählen. Gestern hatte ich einen Traum. Ich träumte, Oma und Raquel Welch kämpften miteinander um mich. Und? Wie ging der Kampf aus? Opa sagte zähneknirschend. Oma hat gesiegt. Der Hotelchef will einen neuen Koch anstellen, informiert sich jedoch vorsichtshalber bei dessen früherem Arbeitgeber. Der Herr Poldner ist ein Lügner, erfährt er. Außerdem ein Dieb und dazu noch ein Schwuler. Der Hotelchef wendet sich dem Koch zu. Ich will es kurz machen. Wer bei mir lügt, der fliegt auf der Stelle. Wer stiehlt, den lasse ich einlochen. So, und jetzt noch ein Küsschen und Marsch in die Küche. Am Hochzeitstag gibt der Vater des Bräutigams seinem Sohn noch einige Tipps. Du musst deiner Frau gleich vom ersten Tage an zeigen, wer der Herr im Haus ist. Dass du ein richtiger Mann bist und völlig unabhängig. Nach der Hochzeitsreise will der Vater wissen, wie es gelaufen ist. Alles in Ordnung. In der ersten Nacht habe ich ihr die Kleider vom Leibe gerissen, um ihr zu zeigen, wer der Herr im Hause ist. Dann habe ich mich ausgezogen, damit sie sieht, dass ich ein Mann bin. Und zuletzt habe ich mir einen runtergeholt, um meine Unabhängigkeit zu beweisen. Zwei Freundinnen sprechen über Verhütungsmittel. Weißt du, was am sichersten und am billigsten ist? Nein. Richtig. Zwei Bayern treffen sich. Ihr habt gehört, du heiratest. Ja. Und wo soll die Hochzeitsreise hingehen? Wir fahren mit der Rikscha nach Italien. Da wird sich deine Frau aber freuen. Nein, ich weiß nicht recht. Über die Alpen wäre ich schon ganz schön ziehen müssen. Sagt der Chefarzt zum Besucher. Ich verspreche Ihnen, wenn Ihre Gattin die Klinik verlässt, werden Sie eine ganz andere Frau haben. Da haben Sie recht, nickt der Ehemann unsicher. Aber woher wissen Sie das? Ein frisch ausgebildeter CIA-Agent wird nach Russland geschmuggelt. Er geht in eine Kneipe, bestellt ein Wasserglas voll Wodka und kippt ihn runter. Sagt der Wirt, du kannst trinken wie ein Iwan, aber du bist kein Russe. Darauf schnappt sich der Agent eine Balalaika und spielt wie ein junger Gott. Der Wirt, ich habe noch nie eine so schöne Balalaika gehört, aber du bist kein Russe. Da beginnt der CIA-Mann einen Kosakentanz, der es in sich hat. Der Wirt, du kannst tanzen, als wärst du vom Bolschoi-Ballett, aber du bist kein Russe. In seiner Verzweiflung fragt der Agent, woher verdammt nochmal willst du das denn wissen? Es gibt keine russischen Schwarzen.
In Rom kommt ein Mann zum Arzt und lässt sich auf Herz und Nieren untersuchen. Wie viel Zigaretten rauchen Sie? 20 pro Tag. Zu viel. Was trinken Sie? Morgens, mittags und abends Wein. Zu viel. Und wie ist's mit der Liebe? 2-mal im Monat. Zu wenig, sagt der Arzt. Sie sind doch in einem Alter. Da könnten Sie doch 2-mal pro Woche. Schon möglich, antwortet der Patient. Wenn ich wie Sie Arzt in Rom wäre, aber ich bin nun mal Bischof in Mailand. Kummer der Herr, erkundigt sich der teilnahmsvolle Barkeeper beim einsamen Gast. Warum reden Sie sich's nicht von der Seele? Ich hab mich vorhin beim Poppen erwischen lassen im Nachbarhaus, gesteht der Gast. Oh, das ist stark, findet der Barkeeper. Und wer hat Sie erwischt, Ihr Mann? Nee, seine Frau. Biggie sitzt mit einem jungen, schüchternen Mann auf der Parkbank. Plötzlich fragt sie leise, soll ich dir mal zeigen, wo ich am Blinddarm operiert worden bin? Nee, lass mal lieber. Ich hasse Krankenhäuser. Ein erfahrener Jüngling zaudert nicht lange während einer Party und geht sofort bei einer Schönen zum Angriff über. Wollen Sie mit mir eine wilde Nacht verbringen? Bei dir oder bei mir? Fragt das Mädchen sachlich. Vergiss es, empört sich der junge Mann. Wenn wir zuerst darüber quatschen müssen. Mutti, sagt das Mädchen am Abend vor der Hochzeit, ich muss dich unbedingt etwas fragen. Ja, ich habe schon lange darauf gewartet. Morgen wirst du erfahren, dass der Unterschied zwischen dem Körper des Mannes und dem der Frau... Ach Mama, unterbricht die Braut. Poppen kann ich. Was ich wissen will ist, wie macht man Leberknödel? Herr Schäfer kommt nach Japan und bestellt einen Drink. Trinkt, verschluckt sich, schnauft und sieht, wie um ihn herum die Möbel tanzen. Also, das nennt man Schnaps. Alle Achtung. Nein, nein, das ist ein Erdbeben. Steh auf, Kleiner, weckt die Mutter ihren Sohn. Du musst doch zur Schule gehen. Muss ich denn wirklich, Mutti? Du weißt doch, alle Lehrer müssen das. Der Zug ist im Begriff abzufahren, als im letzten Augenblick 3 Verspätete angelaufen kommen. Der Fahrdienstleiter macht die Tür auf und mit Hilfe des Schaffners steckt er 2 Passagiere hinein. Dem dritten sagt er dann tröstend, sie folgen ihnen mit dem nächsten Zug. Das kaum, sagt der dritte Mann mürrisch. Sie kamen nur, um mich zu begleiten. Roswitha und Georg besichtigen einen Bauernhof und sehen den Zuchtbullen. Fragt Roswitha den Landwirt, ja, wie oft kann er denn? Jeden Tag. Als Roswitha daraufhin spöttisch Georg ansieht, lacht der Bauer. Aber immer mit einer anderen Kuh. Die Apothekerin läuft verzweifelt hinter einem Kunden her. Als sie ihn endlich erreicht, keucht sie. Entschuldigung, ich habe Ihnen statt Aspirin versehentlich Strychnin gegeben. Und, macht das einen Unterschied? Ja, Strychnin kostet 3 Euro mehr. Ein junger Mann steht am Waldrand, hebt eine Pistole an die Schläfe, als ihm plötzlich von hinten eine uralte, hässliche Greisin auf die Schulter klopft. Warum willst du dir das Leben nehmen? Ach Oma, ich habe 100.000 Euro veruntreut. Meine Frau will mich verlassen und die Polizei sucht mich schon. Ich bin eine Hexe. Wenn du mit mir eine Liebesnacht verbringst, sagt die Alte, wird morgen alles in Ordnung sein. Nach einer schrecklichen Nacht läuft der junge Mann freudig nach Hause und die alte Frau schüttelt ihren Kopf. Ein gebildeter, aufgeklärter Mensch und glaubt noch an Hexen. Ich habe ein paar Sonderwünsche, sagt Bruno und drückt dem Freudenmädchen einen Extraschein in die Hand. Mächtig aufgeregt klettert er in die Badewanne. So, dreh die Dusche auf, nur Kaltwasser und mit dem Ventilator mach ordentlich Wind. Das Mädchen macht. Bruno schüttelt sich vor Vergnügen. Prima, Baby. Und jetzt knipst das Licht an und aus. Oh ja, das ist es. Ich stehe im Wald. Sturm, Gewitter, Regen, Blitze. Zur Sache, Schätzchen, räuspert sich das Mädchen. Bruno mustert die Kleine, die sich demonstrativ den Slip abstreift. Spinnst du? Herrscht er sie an. Bei diesem Scheißwetter willst du poppen? Wolkenbruch. Tina, gerade mal 12, in jeder Hand eine schwere Einkaufstüte, findet noch rechtzeitig Schutz vor dem prasselnden Regen unter einer dunklen Brücke. In der Ferne taucht ein Taxi auf. Tina wendet sich mit flehenden Augen dem neben ihr stehenden Rocker zu. Sie kommt ganz nahe, so dass dem Armen glatt die Luft wegbleibt. Zier dich bloß nicht, haucht Tina aufgeregt. Ich brauche jetzt auf der Stelle deinen Daumen und deinen Zeigefinger. Los, steck sie mir tief rein. Na meinetwegen, gibt sich der Rocker geschlagen. Steckt seine Finger in Tinas Mund und sie pfeift ein Taxi heran.
Was ist der Unterschied zwischen einem Pullover, einem Rehrücken und einer 17-Jährigen? Der Pullover wird gestrickt, der Rehrücken wird gespickt und die 17-Jährige wird 18. Jung Dietmar möchte was erleben. Er schlachtet sein Sparschwein und geht in den Puff. Das erste Mal, schmunzelt die nette Nutte und knöpft seine Hose auf. Er nickt. Schon ist es passiert. Tut mir leid, Kleiner, bedauert sie. Schaffst du es vielleicht gleich wiederzukommen? Überhaupt kein Problem, kann Jung Dietmar sie beruhigen. Ich wohne nur eine Querstraße entfernt. Alphonse überrascht seine Freundin mit einem Strauß Rosen. Wie verzaubert schlüpft sie aus dem Kleid, wirbelt den Slip durch die Luft, sinkt in aufreizender Pose auf die Couch. Das ist für die wunderschönen Blumen, streichelt sie sich kokett. Was denn, nörgelt Alphonse. Es wird sich doch irgendwo noch eine Vase auftreiben lassen. Schiffstragödie. Einer kommt durch, wird an den Strand einer einsamen Insel gespült. Klaus Peter. Alles ist zum Überleben da. Wasser, Nahrung und eines schönen Tages sogar ein kuschelweiches Schäfchen. Aber Klaus Peter hat Pech. Kaum will er sich mit dem freundlichen Tier etwas näher anfreunden, stürzt ein riesiger Hund aus dem Palmenwald, bellt und beißt. So geht das jeden Tag, jede Nacht. Klaus Peter und das Schäfchen kommen sich einfach nicht näher. Da wirft die nächste Sturmflut eine wunderschöne Frau auf den Strand, halbtot. Klaus Peter macht stundenlang mit der bewusstlosen Mund-zu-Mund-Beatmung, rettet ihr schließlich das Leben. »Wie kann ich mich nur bei Ihnen bedanken?«, fragt sie, als sie die Augen aufschlägt. »Ohne Sie wäre ich ertrunken. Alles, oh mein wunderbarer Retter, tue ich für Sie.« »Wirklich alles?«, vergewissert sich Klaus Peter. Sie nickt stürmisch. »Okay«, rückt er zögernd mit seinem Herzenswunsch heraus. »Dann halten Sie mir diesen verdammten Köter vom Hals.« Fuchs und Hase treffen sich. Sie unterhalten sich so gut, dass der Fuchs den Hasen zu sich nach Hause einlädt. Sie verstehen sich dort blendend und trinken ein Glas nach dem anderen. Schließlich ist der Hase so blau, dass er nicht mehr laufen kann. Da nimmt ihn der Fuchs auf seinen Schwanz und trägt ihn nach Hause. In der nächsten Woche kommt die Gegeneinladung. Der Fuchs macht sich auf zum Hasen und diesmal ist er es, der nach Hause gebracht werden muss. Da geht der Hase in die Garage und holt seinen Porsche heraus. Und die Moral von der Geschichte, wer einen kurzen Schwanz hat, muss wenigstens einen Porsche in der Garage haben. Susi kommt tief betrübt nach Hause. Zu Oma und Opa gehe ich nie wieder, heult sie. Und warum nicht, fragt die Mutter. Die sitzen auf dem Sofa und haben nichts an. Beide haben nichts an? Nein, erwidert die Kleine. Kein Fernseher und auch kein Radio. Der flotte Richard hat in der Disco ein hübsches Mädchen kennengelernt. Als es schon spät ist, fragt er sie, kommst du noch auf eine Tasse Kaffee mit zu mir? Nein, danke, erwidert sie. Gegen ein wenig Vögeln hätte ich ja nichts einzuwenden, aber auf Kaffee habe ich jetzt wirklich keinen Bock mehr. Papi, Papi, was ist der Unterschied zwischen Mann und Frau? Ich habe Schuhgröße 44, Mami nur 38. Verstehst du, Junge? Der Unterschied liegt zwischen den Schuhen. Was machen Sie, wenn Sie in einer lauen Sommernacht durch den Wald fahren und auf einem Baum eine nackte Frau sitzen sehen? Die Scheinwerfer neu einstellen lassen. Ein junger Mann betritt das Zugabteil und will sich auf einen Sack setzen, weil sonst alles besetzt ist. Warnt ihn ein Bauer. Hey, Vorsicht, die Eier! Wieso, sind da Eier drin? Nein, Stacheldraht. Stimmt es, Peter? Du bist gestern Vater geworden? Nicht ganz. Meine Frau ist Mutter geworden. Vom Urlaub zurück berichtet Doris im Büro ihren Kolleginnen. Nee, das war wirklich keine Erholung. Kaum im Zimmer ging's auch schon los. Den ganzen Abend, die liebe lange Nacht. Rein, raus, rauf, runter, rein, raus. Ich sag's euch, nie wieder ein Zimmer neben dem Aufzug. Zwei Freunde erinnern sich daran, wie sie ihre Frauen kennengelernt haben. Beginnt der eine, meine lernte ich in einem Zugabteil kennen. Sie hatte ihre Fahrkarte verlegt und wirkte in ihrer Ratlosigkeit so bezaubernd. Ich glaube, bei uns war es lieber auf den ersten Blick. Also, so romantisch ging es bei uns nicht zu, führt der zweite das Gespräch weiter. Ich wollte mir gerade eine Zigarette anstecken, da kam sie auch schon von hinten, schlug mir einen Stock über den Schädel, warf mich zu Boden und stürzte sich auf mich. Du liebe Zeit, ist sie so gefährlich? Sein Freund ist entgeistert. So schlimm ist's nun auch wieder nicht, belehrt ihn der andere. Sie konnte nichts dafür, das arme Ding stand zum ersten Mal auf Skiern. Stell dir vor, Erna,
kommt Karl von der Arbeit nach Hause. Bei uns haben 4 neue Kollegen angefangen. Der eine heißt Frühling, der andere Sommer, der dritte Herbst. Und nun rate mal, wie der vierte heißt. Natürlich Winter. Wie kommst du denn auf den Quatsch? Nee, der heißt Bäcker. Die neue Sekretärin hat einige Mühe mit dem Diktat. Fürsorglich fragt der Chef, kommen Sie noch mit? Antwortet sie, aber gerne. Nur muss ich spätestens um 11 zu Hause sein, sonst wird mein Mann misstrauisch. Auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung sammelt eine hübsche Krankenschwester für einen guten Zweck. Der stadtbekannte Casanova zückt spontan einen 100-Mark-Schein. Den bekommen Sie, verkündet er, aber nur unter einer Bedingung, dass Sie mich pflegen, wenn ich mal auf Ihre Station kommen sollte. Gerne, einverstanden, lächelt da die Schwester und nachdem sie den Schein gut verstaut hat, für den Fall, dass es sie interessiert, ich arbeite auf der Entbindungsstation. Im Zugabteil sitzen sich ein junger Mann und ein hübsches Mädchen gegenüber. Sie trägt ein so offenherziges Kleidchen, dass dem jungen Mann die Augen übergehen und er immer unruhiger wird. Da holt sie eine Banane aus ihrer Tasche, schält sie und schiebt sie sich langsam und genüsslich in den Mund. Mit einem Augenzwinkern fragt sie, Sie sind jetzt sehr eifersüchtig, was? Erzählt ein Knecht seinem Freund. Das musste ja so kommen. Die Resi verführt mich im Heuschober und nun... Was, wirst du Vater? Quatsch, ich werde den Heuschnupfen nicht mehr los. Sind Sie zufrieden mit der Stellung, Fräulein Annemarie? Fragt der Chef. Ziemlich, nur der Locher drückt mich im Rücken. Der Generaldirektor führt seinen Sohn in die Firma ein. Fräulein Knolle, sagt er zu seiner Sekretärin, Sie können meinem Sohn jetzt alles zeigen. Antwortet sie verwirrt, was denn, schon am ersten Tag? Eine Stunde nach Büroschluss schrillt das Telefon. Die Sekretärin läuft leicht bekleidet herbei, nimmt den Hörer ab, wirft einen prüfenden Blick auf ihren Chef und sagt dann, jawohl, gnädige Frau, ich glaube schon, dass Ihr Mann für heute fertig ist. Unser Buchhalter hat erzählt, er hätte den Chef schon einmal auf Martinique gesehen. Martinique? Ist das nicht die kleine Blonde aus der Buchhaltung? Sie sind ja eine süße Maus, sagt der Chef zur Sekretärin. Wissen Sie, was Ihnen fehlt? Ja, nickt sie, ein Schwänzchen. Nein, sagt hart der Direktor zu einer Dame, die sich um die Sekretärinnenstelle beworben hat. Ich kann Sie nicht beschäftigen, Sie gefallen mir nicht. Wieso nicht? Weil sie mir zu sehr gefallen würden. Die schöne Monika kann angeblich Gedanken lesen. Ein Kollege fragt sie im Büro, woran denke ich eben? Wie sie mich so schnell wie möglich herumkriegen. Der Frager ist verdutzt. Woher wissen sie es? Das denken doch alle. Warum ist ihr Chef aus dem Fenster gesprungen? Fragt der Kommissar die hübsche Sekretärin. Ich weiß es nicht. Er war immer so nett. Er schenkte mir vor 2 Monaten einen Pelzmantel, letzten Monat einen Sportwagen, heute früh einen Brillantring. Dann fragte er mich, was es ihn kosten würde, wenn er mich mal vernaschen dürfte. Als ich es ihm sagte, sprang er aus dem Fenster. Was haben Sie ihm denn gesagt? Ich habe gesagt, dass die anderen Herren im Büro immer 10 Euro dafür geben. Fräulein Oshi, warum machen Sie denn nicht das Fenster zu, wenn Sie beim Alten drin sind? Wieso? Na, so zerzaust, wie Sie immer rauskommen, muss es doch da drin furchtbar ziehen. Nein, Herr Schnitzke, Sie können jetzt nicht zum Chef, er hat alle Hände voll zu tun. Ach, hat wieder eine neue angefangen? Ist denn der Chef auch witzig und schlagfertig? Erkundigt sich die Neue im Büro. Na, drücken wir es mal so aus, antwortet eine Kollegin. Er ist eher hitzig und mit einem Schlag fertig. Bei einer turbulenten Büroparty kommt es in der völlig dunklen Abstellkammer zu einem Mordsgetümmel. Oh, stöhnt die junge Assistentin. So haben Sie mich ja noch nie geliebt, Herr Hansen. Liegt das daran, dass Sie gerade auf Urlaub waren? Nein, kommt die Antwort. Daran, dass ich nicht Hansen bin. Der neue Angestellte hat der Chefin unter den Rock gefasst. Sind Sie verrückt geworden? Faucht sie ihn an. Aber wieso? Rechtfertigt er sich. Sie sagten doch, ich müsse mich von unten hocharbeiten, wenn ich bei Ihnen etwas werden wollte. Aber Fräulein Vera, tadelt der Direktor, Sie werden ja von Tag zu Tag dicker. Passen Sie doch etwas auf. Das hätten Sie auch besser tun sollen, Herr Direktor.
Wie ist denn das Betriebsklima? Fragt der neue Kollege. Prima. Und der Chef? Man muss ihn einfach lieb haben, sonst schmeißt er einen raus. Kann ich mal den Chef sprechen? Fragt ein Besucher. Der schläft gerade, lautet die Antwort. Dann seine Sekretärin. Ich sagte doch. Eine Dame vom Meinungsinstitut befragt weibliche Angestellte eines Warenhauses. Was halten Sie vom Sex am Arbeitsplatz? Nichts. Und warum? Ich bin Schaufensterdekorateurin. Der Chef erwischt den Lehrjungen, wie er die Chefsekretärin küsst. Er fährt ihn an. Sie sind hier als Lehrling eingestellt, nicht als Lippenstift. Der Chef hat seine junge Sekretärin geschwängert und sagt zu deren erbostem Vater, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wird es ein Mädchen, zahle ich 100.000 Euro. Bei einem Jungen zahle ich 150.000 Euro. In Ordnung? Na schön. Und was ist bei einer Fehlgeburt? Erkundigt sich der Vater. Kriegt sie dann nochmal eine Chance? Der Direktor ruft seine Abteilungsleiter zusammen. Eine Weile später werden auch noch sämtliche Sachbearbeiter hinzugezogen und schließlich holt man sogar den Lehrling. Hugo, fragt ihn der Chef eindringlich, hast du dich mit der Sekretärin eingelassen? Der Lehrling ist völlig entgeistert. Ganz bestimmt nicht, Herr Direktor. Sie müssen mir glauben. Na prima, freut sich der Chef. Dann wirst du ihr die Kündigung überreichen. Die hübsche junge Chefsekretärin einer Berliner Filmgesellschaft wird nach Hamburg in das vom dortigen Kompagnon geführte Zweigunternehmen versetzt. Ich hoffe, es wird Ihnen auch hier in Hamburg Spaß machen, empfängt sie am ersten Tag ihr neuer Chef. Im Übrigen ändert sich für Sie eigentlich wenig. Ich erwarte das Gleiche von Ihnen wie mein Kompagnon in Berlin. Selbstverständlich, sagt sie lächelnd und knöpft ihre Bluse auf. Bei der Betriebsfeier wird Paul von einem Kollegen gefragt, hörst du, hast du eigentlich Aktfotos von deiner Frau? Paul ist empört. Na hör mal, flüstert ihm der Kollege vertraulich ins Ohr. Naja, willst du welche? Die Sekretärin kommt in das Zimmer ihres Chefs und erklärt, Herr Direktor, ich habe eine neue Stellung. Der Direktor schaut von seinem Schreibtisch hoch und meint erfreut, prima, schließen Sie die Tür zu. Atemlos stürzt die neue Sekretärin nach ihrem ersten Diktat aus dem Büro des Chefs und haucht, also ich begreife wirklich nicht, weshalb ihr ihn alle den Alten nennt. Corinna sitzt verträumt an ihrer Schreibmaschine und sagt zu ihrer Kollegin, also unter dem Juniorchef arbeite ich am liebsten. Nach dem Vorstellungsgespräch, der Personalchef rückt seine Krawatte zurecht. Die Bewerberin streicht noch einmal über ihr Kleid. Sagt sie, eigentlich suchte ich ja eine neue Stellung. Darauf er, ach, diese kannten Sie wohl schon? Die Frau Direktor überrascht ihren Mann im Büro mit der Sekretärin auf dem Schoß. Geistesgegenwärtig drückt dieser der Sekretärin den Steno-Block in die Hand und diktiert, trotz der schlechten finanziellen Lage unseres Hauses ist der Kauf eines zweiten Stuhles unumgänglich. Im Büro hat es eine tolle Weihnachtsfeier gegeben. Als Eichhofer am nächsten Tag, so gegen Mittag, mit brummendem Schädel zu Hause aufwacht, erinnert er sich noch vage an einen Streit mit seinem Chef. Was war denn da bloß? Fragt er seine Frau. Ach Gott, antwortet sie. Du hast zu ihm gesagt, er könne sich zum Teufel scheren. Und dann hat er dich gefeuert. Der Kerl kann mich mal, schnaubt Eichhofer. Siehst du, sagt die hübsche Ehefrau, das habe ich auch zu ihm gesagt und jetzt hast du deinen Job wieder. Arg zerzaust, die Bluse noch ziemlich offen, verlässt die hübsche Sekretärin nach langer Diktatzeit das Chefzimmer. Der Chef konnte mal wieder seine Unterlagen nicht finden, sagt sie zu der einen wenig älteren Kollegin, die ihr gegenüber sitzt. Ja, ja, meint die. Und dann sucht er offensichtlich an den unmöglichsten Stellen. Der Chef ruft seine Sekretärin. Helga, nun kommen Sie doch endlich. Moment bitte noch, auf meinem Steno-Block steht noch etwas. Ja, meinen Sie, hier steht nichts für Sie? Zwei Kollegen unterhalten sich über die neue, hübsche Angestellte in ihrem Büro. Ach die, meint der eine, die ist doch rigide. Genau, bestätigt der andere, ihr Gefrierpunkt liegt bei 200 Euro. Der neue Manager ist wirklich klasse, erzählt eine Sekretärin der anderen. Als der anfing, hat er versprochen, dass er ein neues Leben in den Laden bringt. Toll, und was hat er gemacht? 5 von den 8 Mädchen im Versand sind schwanger. Sagt Peter zu seinem Freund.
kommst du heute Abend zu unserer spiritistischen Sitzung? Wir machen Tischrücken. Nein, danke, ich bleibe lieber zu Hause. Meine Frau macht Rehrücken. Sag mal, Betty, rauchst du eigentlich nach dem Geschlechtsverkehr? Das weiß ich nicht. Ich habe noch nie nachgesehen. Susanne ist schwanger von einem Amerikaner. Sie geht zum Sozialamt und bittet um die nötige Unterstützung. Dort fragt man sie nach dem Namen des Vaters. Sie antwortet, sein Name war I'm sorry. Kommt eine Frau zum Arzt. Scheiße, nicht immer Witze vom Arzt. Okay, kennst du den? Die Frau des Arztes bekommt ein Kind. Ich sagte doch, nicht vom Arzt. Eben. Ich komme wegen ihrer Veranlagung, räusperte sich der Finanzbeamte an der Wohnungstür. Hereinspaziert, jubilierte der schöne junge Mann in den höchsten Tönen. Die drei Waisen aus dem Morgenland kommen zum Stall von Bethlehem. Sie klopfen an die Tür. Josef öffnet. Einer der Waisen: Der Stern hat uns hierher geführt. Josef: So, dann zeigt mir mal eure Presseausweise. Blümel geht in ein Zoogeschäft, weil er ein Tier kaufen will. Er kann sich aber nicht entschließen. Wie wär's mit einem Kakadu? Fragt der Verkäufer. Erstens, erwidert Blümel barsch, weiß ich nicht, was ein Kakadu ist. Und zweitens, wie kommen Sie dazu, mich zu duzen? Der Arzt erzählt Herrn Pfläumling, dass Schwarzbrot eine anregende Wirkung habe. Darauf geht Pfläumling zum Bäcker. Bitte zwei Schwarzbrote. Was wollen Sie denn damit anfangen? Fragt der Bäcker. Da wird Ihnen doch die Hälfte hart. Gut, sagt der Pfläumling, dann geben Sie mir bitte vier Schwarzbrote. Maxchen trägt vor der Klasse sein selbstverfasstes Gedicht vor. Der Fischer wollte angeln einen Barsch, das Wasser stand ihm bis zum Knie. Und wo reimt sich das, erkundigt sich der Lehrer, grinst Maxchen. Da müssen Sie warten, bis die Flut kommt. Du hast doch deine Ferien am FKK-Strand verbracht, fragte Huber seinen Freund. Wie fandest du denn die Miezen? Aber Otto, meint dieser, das war nun wirklich nicht schwierig. Der Lehrer, wer weiß, wer Casanova war? Rainer, ein italienischer Floh. Der Lehrer, welch ein Unsinn, wie kommst du denn darauf? Rainer, ich habe extra im Lexikon nachgeschlagen und da steht wörtlich Giacomo Casanova, Floh aus den Bleikammern von Venedig. Fritz, welcher ist der kleinste Wald in Deutschland? Der Odenwald, Herr Lehrer. Wie kommst du denn darauf? Naja, wir singen doch immer, es steht ein Baum im Odenwald. Uli ruft seinen besten Freund an und meint, gib doch zu, dass du meine Frau noch immer liebst. Aber nein, sie ist schon vor 10 Minuten gegangen. Das Skelett geht in ein Bekleidungsgeschäft und will Pullover kaufen. Darf's Schafwolle sein, erkundigt sich die Verkäuferin. Nein, sagt das Skelett, Schafwolle kratzt so auf der Haut. Zwei Ehemänner treffen sich. Hast du schon was vor? Fragt der eine den anderen. Ich lasse Drachen steigen, sagt der andere. Und du? Meint der erste nachdenklich. Ich könnte eigentlich auch mal wieder mit meiner Frau eine Bergwanderung machen. Eine Stecknadel und eine Nähnadel schwimmen um die Wette. Die Stecknadel geht als Sieger hervor, mault die Nähnadel. Kein Wunder, ich hatte Wasser im Öhrchen. Brösel ist unter die Naturschützer gegangen. Als er sich in einem Kaufhaus nach einem Anzug umsieht, wirft er einen prüfenden Blick auf das Etikett. Strafend sieht er den Verkäufer an und sagt eisig, Auweia, ich möchte ja nicht wissen, wie viele Polyester dafür wieder ihr Leben lassen mussten. Der Student in der medizinischen Vorlesung. Herr Professor, Sie wollten uns doch heute das Gehirn erklären. Gehirn? Sagt der Professor. Nein, das geht heute nicht. Heute habe ich was anderes im Kopf. Der Polizist zückt sein Notizbuch. Name Czarnecki. Wie schreiben Sie sich? Zuerst ein S, dann ein I und zum Schluss ein C, H. FKK am Meeresstrand. Er? Imposant. Sie, wie kommst du darauf? Ich habe mich ja noch gar nicht hingesetzt. Fasziniert und doch zugleich mit einem Schaudern blickt der Tourist die Gletscherspalte hinunter. Hier ist vor einem halben Jahr ein Bergführer reingefallen, bemerkt der Fremdenführer so ganz nebenbei. Schockiert über diese Gefühlskälte fragt der Tourist, und das sagen Sie so ungerührt? Aber ja, antwortet der Bergkenner trocken, er war schon ziemlich alt und ein paar Seiten fehlten auch schon. In der Natur gibt es drei Reiche,
Das Tierreich, das Pflanzenreich und das Mineralreich. Zu welchem Reich gehören wohl die Menschen, Max? Zum Pflanzenreich, Herr Lehrer. Wie kommst du darauf? Ganz einfach, weil die Menschen sich doch fortpflanzen. Peter fragt den Paul. Was soll ich denn meiner Frau nur zum Geburtstag schenken? Überlegt Paul. Rauchtischlampe? Nein, sie raucht nicht. Ein Skelett läuft mit seinem Grabstein auf dem Friedhof herum. Ein anderes fragt ihn, warum machst du das? Ach, ohne Ausweis kommt man ja heute nirgends mehr hin. Zwei Babys in tropfnassen Windeln unterhalten sich. Fragt das eine, was willst du später mal werden? Antwortet das zweite, Dichter. Die alten Römer lebten in Saus und Braus. Ach, und wer lebte in Rom? Gespräch eines Liebespaares auf der Parkbank. Was seufzt du denn so, Schatz? Ach, am liebsten Biermäuschen. Sagt die Mutter zu ihrem Sohn, zwei Ausdrücke will ich von dir nicht mehr hören. Der eine ist saublöd und der andere zum Kotzen. Okay, Mutti, und welches sind die beiden Ausdrücke? Werden Schneemänner gebaut oder geboren? Natürlich gebaut. Falsch, geboren. Noch nie was von Schneewehen gehört? Christel mustert die Zensi. Nanu, kriegst du ein Baby? Ja, und das kommt nur vom vielen Joghurt. Quatsch, vom Joghurt kriegt man doch kein Kind. Doch, ich kann so schlecht nur kurz sagen. Zwei Omas am Fenster, eine schwerhörig. Die armen Vögel im Wald. Hä? Die armen Vögel im Wald. Hä, was? Die armen Vögel im Wald. Endlich, Oma hat es. Ja, und die reichen Vögel im Bett. Die Ostfriesen haben sich jetzt mit einem Teil der französischen Revolutionsforschung Liberté, Egalité, Fraternité identifiziert. Liberté. Bernheimer liegt im Sterben. Seine Ehefrau sitzt am Bett und schluchzt. Ach Gottfried, ich werde dir bestimmt bald folgen. Da richtet sich Bernheimer mit letzter Kraft auf und flüstert beschwörend, das eilt nicht, Elvira, lass dir nur Zeit. Zwei Milchflaschen stehen im Regal. Flötet die eine, du, ich bin ganz frisch. Tut mir leid, antwortet die andere, ich bin sterilisiert. Was ist Ihr Mann eigentlich von Beruf? Innenarchitekt. Und draußen? Der Pfarrer verkauft einem Cowboy sein Pferd. Wenn du Gott sei Dank sagst, läuft es, belehrt er den neuen Besitzer. Und wenn du Amen sagst, bleibt es stehen. Der Cowboy schwingt sich auf das Pferd und sagt, Gott sei Dank. Und das Pferd saust los, geradewegs auf einen Abgrund zu. Der Cowboy will stoppen, hat aber das Wort vergessen. Der Abgrund kommt näher und näher. Das Wort fällt ihm einfach nicht ein. Da spricht der Cowboy im vollem Galopp noch ein letztes Gebet. Und als er mit Amen das Gebet beschließt, stoppt das Pferd direkt vor dem Abgrund. Der Cowboy wischt sich den Angstschweiß von der Stirn und keucht, Gott sei Dank. Quizmaster zum ersten Kandidaten. Wohin greifen die Frauen am liebsten bei einem Mann? Antwort, zur Brieftasche. Gut. Frage an den zweiten Kandidaten. Wo haben die Frauen die krausesten Haare? Antwort, in Afrika. Richtig. Der dritte Kandidat geht hinter den ersten beiden ab. Quizmaster zum dritten Kandidaten. Warum gehen Sie? Ich habe Sie doch noch gar nicht gefragt. Antwort, hat auch keinen Zweck. Ich hätte die beiden ersten Fragen schon falsch beantwortet. Ein Mann stellt sich vor. Mein Name ist Rainer Hohn. Macht nichts. Nennen Sie ihn doch trotzdem. Hält ein Verkehrspolizist eine Autofahrerin an und sagt, wissen Sie nicht, dass ein Kind erst ab 12 auf dem Beifahrersitz sitzen darf? Seien Sie doch nicht so pingelig, erwidert die Frau, wegen der paar Minuten. Fragt der Richter den Angeklagten, hatten Sie bei Ihrem Einbruch einen Genossen? Nein, ich war stocknüchtern. Ein Bayer und ein Amerikaner sitzen an einem Tisch im Münchner Hofbräuhaus. Fragt der Amerikaner, Smoking? Antwortet der Bayer, na, Trachtenanzug, aber rauchen tät ich schon gern. Hatten Sie barsch bestellt? Nein, ich hatte sogar ausgesprochen höflich bestellt. Fritzchen, Herr Lehrer, wo liegt Erkorn? Der Lehrer, Erkorn? Weiß ich nicht, nie gehört. Wie kommst du darauf? Fritzchen, wir singen doch jetzt immer unser Kindlein heut, geboren von einer Jungfrau aus Erkorn.
Meine Schwester hat einen Iren geheiratet. Oh, wirklich? Nein, O'Hara. Frau Giese ist in die Zeitung vertieft. Hast du schon gelesen, Alfred? Sagt sie plötzlich zu ihrem Mann. Die Polizei sucht einen Mann, der hier bei uns im Park Frauen belästigt. Interessiert erkundigt sich der Gatte. Meinst du, ich sollte mich mal bewerben? Susanne, ruft die Mutter ihrer Tochter in der Diele zu. Ist der Briefträger schon gekommen? Noch nicht, Mutti. Aber er atmet schon ganz heftig. Unterhalten sich zwei Telefonapparate. Erzähl doch mal, wie geht es dir eigentlich? Ach, ich weiß nicht. Irgendwie bin ich heute schlecht aufgelegt. Ich würde meine geschiedene Frau ja gerne wieder heiraten, aber sie will nicht. Warum? Sie sagt, ich wäre doch nur hinter meinem Geld her. Ich höre, dass die Polizei Alkoholtests durchführt. Wo kann man sich melden und was wird ausgeschenkt? Der Ehemann ertappt seine Frau mit einem Liebhaber im Bett. Wütend greift er ihn sich, schmeißt ihn aus dem Fenster. Als er wegen Totschlag vor Gericht steht, plädiert er auf Freispruch. Ich dachte mir nun mal, wenn der das tun kann, warum sollte er denn nicht auch wie ein Vogel fliegen können? Wollen Sie mich nicht heiraten? Ich verspreche Ihnen, dass Sie jedes Jahr einen Nerz bekommen. Lieber nicht, Herr Nerz. Der Lehrer, kennst du den Ärmelkanal? Der Schüler, nein, wir sind leider noch nicht verkabelt. Ich schwärme für Köche. Warum? Sie haben immer so was Rührendes. Herr Ober, ich möchte gerne die Nieren. Tut mir leid, mein Herr, die Nieren servieren wir hier nicht. Der Postbote klingelt am Pfarrhaus. Niemand da. Er macht seine Runde und versucht es eine Stunde später noch einmal. Nach längerem Klingeln kommt schließlich der Pfarrer an die Tür. Der Postbote, ich war vor einer Stunde schon mal da. Der Pfarrer etwas verlegen. Ich habe ein kleines Nickerchen gemacht. Darauf der Postbote, ja, ich hab's durchs Nenster gesehen. Tibet, Himalaya. Zwei Yetis treffen sich. Sagt der eine, stell dir vor, ich habe gerade Messner gesehen. Den Messner? Gibt's den tatsächlich? Es war Manöverzeit. Eine Gruppe Soldaten hatte in einem Alpdörflein Halt gemacht. Bald waren die uniformierten Gäste von etlichen Einwohnern umringt, die viele Fragen hatten. Auch die Lilo betastete einen umgehängten Stahlhelm und fragte seinen Besitzer, Sir, sagen Sie mal, trage Sie denn auf dem Marsch? Nein, antwortet der Soldat, auf dem Kopf natürlich. Seufzte der Ehemann. Immer zu müssen ist genauso schlimm wie nie zu dürfen. Sagt der Friseur zum Lehrling, wenn du mit dem Kunden fertig bist, geh in den Keller und frisier mein Mofa. Sagte da eine Ehefrau, hart ist hart und weich ist weich, aber immer weich ist schon sehr hart. Mutti, warum läuft Papi im Zickzack über den Rasen? Halt den Mund, mein Kind, und lad nach. Warum steht Oma denn seit einem Jahr am Fenster und bewegt sich nicht? Psst, das ist wegen der Rente. Herr Doktor, ich habe ein Gerstenkorn, was soll ich tun? Behalten Sie es im Auge. Bei Ihnen komme ich noch hinter Schloss und Riegel, sagte der Minnesänger zum Burgfräulein mit Keuschheitsgürtel. Thorsten zu Martina, klauen deine Eltern? Ja, warum? Ja, du siehst so mitgenommen aus. Von diesen Magentropfen nehmen sie 20 vor dem Essen, klärt der Arzt auf. Von den Verdauungspillen 2 nach dem Essen und von diesen Beruhigungspillen 5, bevor sie meine Rechnung lesen. Was war das Orakel von Delphi? Eine Dame, die auf einem dreibeinigen Stuhl in einem Tempel saß und gegen Bezahlung Zweideutigkeiten von sich gab. Es sagte der höfliche Patient zur Dame im Wartezimmer. Bitte nach Ihnen, ich bin sowieso unheilbar. Sie wollen also bei uns aufgenommen werden. Haben Sie denn irgendwelche Referenzen? Nö, ich komme mit jedermann aus. Beamte bekommen Ruhegelder, wenn sie pensioniert werden. Was, dann auch? Welches Turngerät benutzen die Scheichs zum Fitnesstraining? Selbstverständlich nur den Goldbarren. Die Holzwurmmutter ruft ihre Kinder. Kinder, kommt schnell, sonst wird das Essen morsch. Der Tausendfüßler kommt zum Wirt. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Bitte noch 999 kurze.
quäl mich, fleht der Masochist. Nein, sagt der Sadist. Danke, freut sich der Masochist. Und da war dann noch der Kannibale, der eine Urne trug und dabei sang die 5-Minuten-Terrine. Die blonde Anita führt ihrem Freund ihren super kurzen Minirock vor. Steht er mir? Aber ja, und mir erst. Peter, wie viel ist 3 mal 6? Fragt der Lehrer. Bei mir 18, aber Vati sagt zu Mutti, 3 mal 6 wäre zu viel. Fragt der Gast den Ober. Sagen Sie mal, servieren Sie auch Pflaumen? Aber ja, wir bedienen jeden. Sagte die Mutter, Paulinchen, wenn du nicht sofort aufhörst, deiner Oma immer wieder in der Nase zu bohren, dann mache ich den Sarg zu. Sagte der Ehemann, ich wollte einen Hund für meine Frau, aber keiner wollte tauschen. Warum lässt du deine Tochter eigentlich studieren? Damit sie später, wenn sie verheiratet ist, etwas Vernünftiges denkt beim Staubsaugen. Treffen sich 2 Playboys. Na, wie steht's? Fragt der eine. Grinst der andere, je nachdem, wie die Mädels sind. In der Hochzeitsnacht flüstert die Frau. Schatzi, ich muss dir etwas gestehen. Ich bin farbenblind. Sagt der Gatte, ich muss dir auch etwas gestehen. Ich bin Chinese. Herr Ober, einen Zahnstocher. Einen Augenblick, bitte, im Moment ist er noch besetzt. Warum rennst du denn so? Ich kann nicht anders. Ich komme vom Arzt und habe hinten einen Druckverband und vorne ein Zugpflaster. Der Arzt zu seinem Patienten. Herr Schulz, Ihre Temperatur ist gestiegen. Ach, deswegen habe ich immer so kalte Füße. Doktor, Doktor, alle behaupten, ich sei eine Uhr, jammert Anton. Ach was, die wollen Sie nur aufziehen. Wann darf ich hoffen, dass Sie mir mein Geld wiedergeben? Immer, mein Lieber, immer. Unser Prokurist hat mich einen Esel genannt. Muss ich mir das gefallen lassen? Keineswegs. Stellen Sie sich auf die Hinterbeine. Eine junge Dame beim Hals-Nasen-Ohrenarzt. Hatten Sie mal Polypen, Fräulein? Ja, Herr Doktor, vor 2 Jahren, einen vom 12. Revier. Ein Emdener Vertreter fand, seiner Frau würde etwas Langes, Fließendes gut stehen und warf sie in den Rhein. Herr Ober, ich habe eine Fliege in meiner Suppe. Merkwürdig, mein Herr. Eigentlich wollte sie zum Schlittschuhlaufen auf die Eiscreme. Klagt ein Magnet dem anderen. Ich weiß wirklich nicht, was ich heute anziehen soll. Petra schickt ihr Foto an den Club der einsamen Junggesellen. Nach einer Woche kommt das Foto mit dem Vermerk zurück: So einsam sind wir nun auch wieder nicht. Herr Professor, das Klavier ist verstimmt. So? Über was denn? Was macht einen Höllenlärm? 2 Skelette, die auf einem Wellblechdach poppen und eine Konservendose als Kondom benutzen. Warum leben Eskimos so lange? Weil sie nicht ins Gras beißen können. Was hat der Meteorologe von der Wetterkarte, der Schnee voraussagt, mit einem schönen Mädchen gemeinsam, das mit dem neuen Freund zum ersten Mal ins Wochenende fährt? Beide haben nicht den blassesten Schimmer, wie viele Zentimeter zu erwarten sind. Was haben elektrische Eisenbahnen mit Frauenbrüsten gemeinsam? Kaum sind die Kinder in der Haia, spielen die Väter an ihnen herum. Was ist der Unterschied zwischen einer Ehefrau und einer Geliebten? Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Was tat der Archäologe, als er einen benutzten Tampon fand? Er überlegte, aus welcher Periode er stammen könnte. Gibt es für eine Frau noch Wichtigeres als die Männer in ihrem Leben? Ja, das Leben in ihren Männern. Welche 3 Tiere braucht eine Frau von Welt? Einen Nerz, einen Jaguar und einen blöden Hund, der das alles bezahlt. Was sagt der moderne Bauernsohn, der total auf Unterhaltungselektronik abfährt, wenn er den Stall betritt? Hi-Fi. Warum sitzen so viele Schüler mit gesenktem Kopf in der Klasse? Ganz einfach, sie warten darauf, dass der Groschen fällt. Was ist der Unterschied zwischen einem armen und einem reichen Landwirt? Der arme Landwirt wäscht seinen Mercedes selber. Warum summen die Bienen? Weil sie den Text vergessen haben.
Warum blinzelt die Queen auf der britischen Pfundnote, wenn ein Schotte den Schein aus der Tasche zieht? Weil sie jahrelang kein Tageslicht gesehen hat. Was bedeutet eine Glatze vorn? Ein Denker. Und Glatze hinten? Guter Liebhaber. Glatze vorn und hinten? Einer, der denkt, er sei ein guter Liebhaber. Warum eigentlich sind Männer Denker und Frauen Plappermäuler? Weil die Männer nun mal von Natur aus zwei Köpfe haben und die Frauen vier Lippen. Warum ist Elfenbein so kostbar? Weil es fast keine Elfen mehr gibt. Was ist eine alternative Beerdigung, wenn sich jemand sein Grab selber schaufelt? Was ist braun und weiß, lebt im Wald und hat keine Mutter? Bambi. Was kann man einer nackten Stewardess noch vom Körper reißen? Den Co-Piloten. Was ist der Unterschied zwischen einer Möwe und einem Schwarzen? Die Möwe hat einen weißen Schwanz und der Schwarze kann nicht fliegen. Kennst du den Unterschied zwischen einem evangelischen und einem katholischen Pastor? Bei einem evangelischen Pastor hängen die Windeln im Pfarrgarten, beim katholischen Pastor im ganzen Dorf. Woran erkennt man, dass ein Elefant im Kühlschrank war? An den Fußstapfen auf dem Quark. Was kommt raus, wenn man eine Spanierin mit einem Iraner kreuzt? Oil of Olé. Was steht auf dem Grabstein eines Schornsteinfegers? Er kehrt nie wieder. Was passiert, wenn sich zwei Kugelschreiber paaren? Gar nichts, weil beide eine Spirale eingesetzt haben. Was ist der Unterschied zwischen einem Freund des Hauses und einem Hausfreund? Der Freund des Hauses kommt, wenn er will. Der Hausfreund will, wenn er kommt. Was ist gemein? Wenn ein Dicker eine Dünne dick macht und sich dann dünne macht. Welche drei Tiere haben ihren Schwanz vorne? Die drei Musketiere. Was ist der Unterschied zwischen einem Pessimisten und einem Optimisten? Der Pessimist sagt, alle Frauen sind verdorben. Der Optimist sagt, na hoffentlich. Woran kann man einen Schwarzbär von einem Grizzly unterscheiden? Der Schwarzbär kommt zu dir rauf auf den Baum, der Grizzly schüttelt dich runter. Welches ist die unsicherste Verhütungsmethode? Die Glücksspirale. Was ist das demokratischste Kleidungsstück? Der BH. Stützt die Großen, stärkt die Kleinen und hält die Massen zusammen. Es fragte der kleine Sohn, Papa, was ist Monolog? Ein Dialog zwischen Eheleuten, mein Sohn. In welchem Monat werden die meisten Kinder geboren? Klarer Fall, im 9. Wie heißt der italienische Erfinder des Schnellkochtopfes? Garibaldi. Warum essen Kannibalen Glatzköpfe am liebsten? Weil sie diese nicht zu rupfen brauchen. Warum sind Rockmusiker schwache Küsser? Weil sie da ohne Verstärker lospowern müssen. Was ist der eklatante Unterschied zwischen einem Pferd und einer Frau? Wenn der Mann einem Pferd in die Augen sehen will, muss er absteigen. Was haben Beamte und Jungfrauen gemeinsam? Sie warten sehnsüchtig auf den Ersten. Was ist impotent? Das ist wie mit gekochten Spaghetti Mikado spielen. Wie beginnen die Rezepte in schottischen Kochbüchern? Man leiht sich? Was ist der Unterschied zwischen der Frau eines Astronauten und einer normalen Ehefrau? Die Frau des Astronauten schaut immer hinauf und wartet, dass er wieder herunterkommt. Was ist die berühmteste Sage? Die Wettervorhersage. Was ist der Unterschied zwischen einer Witwe und einer Strohwitwe? Die Witwe weiß, wo ihr Mann liegt. Was machen zwei Autos in der Silvesternacht auf der Kreuzung? Sie stoßen auf das neue Jahr an. Eigene Witze in die Kommentare, Kommentare in die Kommentare und Abo dalassen. Viel Spaß bei den anderen Clips.